Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Hubert Schirl. Im Namen der VHS Vaterstetten heißen wir Sie ganz herzlich willkommen. Ich begrüße unseren Referenten, der Herr Günther Lengning, der leider mit Corona können wir leider das nur online machen, aber ich denke, wir kriegen das so ganz gut hin. Vielleicht eine kleine Geschichte: Wie kam es zu diesem Vortrag? Ich bin, ja, wie viele wahrscheinlich jetzt am Bildschirm sehen, wissen, dass ich auch ein Bootsfahrer und Segler bin. Und aufgrund von Corona hat es mich dann diesmal eben weniger nach Kroatien, sondern eher nach Italien verschlagen und habe dann entdeckt, wie wunderschön und wie toll die Lagunenwelt ist, wenn man da irgendwo zwischen Lignano und Grado, Venedig unterwegs ist. Das Einzige, was mir richtig gefehlt hat, das waren einfach ein Turnführer und vernünftige Lagunenkarten. Also ich bin ganz vorsichtig unterwegs gewesen und habe dann von meinen Segelkameraden und Stegnachbarligern erfahren, dass es da so tolle Bücher gibt. Ja, da musst du einfach mal schauen. Und dann bin ich auf diese Webseite gegangen von Günter Lengning und dann habe ich eine ganze Menge Bücher und Seekarten bestellt. Und irgendeines Tages läutet es bei mir am Telefon und der Herr Günther Lengning selber war am Telefon. Ich war ganz überrascht, dass der Autor mich anruft und wollte wissen, ja, warum ich denn so viele Bücher kaufe. Dann, ja. Und so kamen wir ins Gespräch und dann, klar, als einer, der in der VHS arbeitet, ist der Weg natürlich ganz schnell. Sie müssen bei uns einen Vortrag oder ein Seminar halten. Und so kam das Ganze zustande. Und jetzt freue ich mich ganz sehr auf den Vortrag von Günter Lengning. Und Sie können über Chat Fragen stellen. Ich sammle das Ganze und gebe die Fragen dann einfach an Herrn Lengning einfach weiter. Ja, Herr Okay, Lengning, vielen bitte Dank. sehr. Ich Dann freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Dankeschön, Herr Schirr. Ich nehme Sie mit auf eine Reise und ich hoffe, dass ich Ihnen viel Neues und viele Informationen bieten kann. Die Reise führt uns durch 400 Seiten dieser Bücher. Band 1, der Norden. Mit dem Band 2 erreiche ich bei Ravenna die Mitte von Italien bereits. Insgesamt 400 Seiten. Keine Bange, wir blättern heute Abend nicht durch 400 Seiten. Das wäre viel zu lange. Und vielleicht auch langweilig auf die Dauer bei dem Ganzen. Ich habe 100 Seiten Präsentation mitgebracht. Ich würde sagen, das reicht. Wollen wir anfangen? Gehen Sie mit mir auf die Reise. Okay, danke. So. So, ich freue mich natürlich, dass ich mich setzen darf für meinen Vortrag. Und wenn Sie sehen würden, wie viel Technik hier aufgeboten wird, um das zu ermöglichen, was wir hier haben, dann wären Sie wahrscheinlich genauso beeindruckt, wie ich es bin. Ist natürlich ein ganz anderes Format. Ich bin es natürlich nicht gewohnt, nicht vor Menschen aufzutreten und meinen Vortrag zu halten, sondern nur vor Kameras und vor Technik oder sagen wir vor wenig Menschen. Das Thema haben wir schon genannt. Die Reise geht von Ravenna bis zur Grenze im Norden von Italien. Natürlich ist dieser Bereich nicht nur Küste, sondern der Bereich bietet weit mehr. Insgesamt werden wir konfrontiert von einem zusammenhängenden Binnenwasserstraßengebiet von 850 Kilometern, Lagune, Flüsse, Kanäle. Auch das kommt und auch das trägt mit dazu bei. Und wenn Sie jetzt eine Segeljacht besitzen und mit Ihrem Tiefgang vieles nicht erreichen können, dann weise ich heute Abend darauf hin, wo Sie doch hinkommen und wo Sie sich doch einen Eindruck verschaffen können. Ich weiß, dass natürlich mit der Segeljacht aufgrund des Tiefgangs und auch der Mastenhöhe nicht den Fluss Po jetzt die 400 Kilometer hochfahren kann, die er bietet als Binnenwasserstraße. Aber ein Stück kommen wir ran an die ganze Geschichte und einen Eindruck kann ich geben. Mein Name wurde vorhin schon erwähnt. Sie sehen ihn auf der ersten Folie, Günter Lengning. Und erreichen können Sie mich im Internet über virtualstore.de. Früher nannte man das www.virtualstore.de. Also virtualstore.de. Auf der zweiten Folie sehen Sie jetzt bereits die Adria, ein Klischee der Adria, das Sie sicherlich kennen. Und wer mit dem Boot jemals unterwegs war in der Adria, der wird sich natürlich mit einem Strandleben nicht mehr abgeben. Aber in Wirklichkeit zeige ich Ihnen hier ein Seezeichen. Ja? Ein Sonnenschirm kann ein Seezeichen sein. Ein Sonnenschirm gibt uns einen ganz wichtigen Hinweis, nämlich der Hinweis, dass ich mich unter Motorkraft nicht weiter als 300 Meter annähern darf, wenn Sie irgendwo, und sei es ein leerer Strand, und Sie sehen einen Sonnenschirm dort,
dürfen Sie nicht mehr unter Maschine an diesen Strand laufen, sondern Sie müssen mit einem Abstand von 300 Metern vor dem Strand bleiben. Was Sie können mit dem Dinghy dorthin paddeln. Natürlich haben wir den ehemaligen Teutonengrill heute nach wie vor noch. Und üblicherweise, wenn alles normal läuft, und wir hoffen natürlich, dass es bald wieder normal läuft, wir bald wieder zu unserem Vergnügen kommen, ans Wasser dürfen, unsere Boote einsetzen können, sie genießen können, ist dieser Strand auch stark bevölkert. Auch dicht bebaut. Es gibt sehr viel heute, sehr viele Einrichtungen. Aber es gibt dann noch die Flecken, die ganz besonders sind und die sich auch lohnen, sie anzusehen. Was wir auch haben an der Adria, egal auf welcher Seite man ist, man hat ein Wetter. Natürlich, ganz klar. Wir haben den schönen Wetterwind, den Sie daran erkennen, dass er morgens im Norden beginnt, über den Osten läuft, mit der Sonne geht und am Nachmittag hier von Süden weht. Das ist die stabilste Wetterlage, die beste Situation, wenn Sie mit dem Segelschiff unterwegs sind, wenn Sie sich die Windrichtungen einfach merken. Ich habe morgens Wind mehr von der nördlichen Richtung, nordöstlichen Richtung, am Nachmittag dann mehr aus der südlichen Richtung. Es gibt natürlich auch Wetterkapriolen und es ist besser, man erkundigt sich wie immer, bevor man ausläuft, wie es denn so werden wird, wie der Tag so laufen wird. Man kann eine Gefahr schon mal ausschließen. Es gibt die Möglichkeiten über das Internet. In den Marinas hängen überall die Wetterberichte aus. Es gilt über Funk. Man kann Fischer fragen, wenn man einen kennt, die oft ganz gute Tipps und Hinweise haben. Und auch der eine oder andere Kollege ist ganz firm da drin, zu sagen, auf was man heute achten muss. Denn es gibt wirklich dramatische Ereignisse an einer relativ flachen und ungefährlich scheinenden Küste. Dramatische Ereignisse treten auf, zum Beispiel bei Gewittern. Die können so stark sein, dass sie einen Tornado mit sich führen. Und wir haben das selber in unserem Heimathafen erlebt. Der Tornado zog eine Schneise der Verwüstung durch unsere Marina. Wir lagen im Südteil, waren davon nicht betroffen. Ein paar Trümmerstückchen lagen bei uns an Deck. Am Norden war alles verwüstet. Ein großer Trimaran, eines der größten Boote, die dort lag, lag auf dem Kopf. Es gab keine Toten, aber ernstlich Verletzte. Menschen, die Diesel in die Lunge bekamen und Ähnliches. Also es war wie im Krieg, unvorstellbar. Unvorstellbar war auch dieser Tornado, der hier auf St. Helena, einer Insel, die zu Venedig, zum Kern von Venedig gehört, noch gezeigt wird auf diesem Stein. 1978, war das, glaube ich, kannst du nicht machen, ja, ging ein Tornado durch die Lagune von Venedig und zerstörte die berühmte Werft Celli. Es gibt heute noch Eigner, die begeistert davon sind, Boote von dieser Werft zu haben. Die Werft wurde komplett dem Erdboden gleichgemacht. Anstelle dieser Werft steht heute die Marina St. Helena, eine ganz moderne, neue Marina, seit 2 oder 3 Jahren erst in Betrieb und eine der teuersten, das kann ich gleich noch mit dazu sagen. Also, wir haben Schönwetter, da wandert der Wind im Laufe des Tages. Wir haben Gewitter, die sehr gefährlich sein können und sehr heftig sein können. Das weiß man, wenn man jemals eins miterlebt hat. Und die Steigerung ist dann der Tornado im Gewitter. Wir haben den Scirocco. Das ist auf der anderen Seite der Jugo. Das ist der Wind aus Süden, der immer Regen mit sich bringt. Er führt Wolken mit sich, er bringt Regen mit und er wirft eine gewaltige Dünung auf. Bei Südwind, bei Scirocco eine Bucht anzulaufen, die nach Süden geöffnet ist, empfiehlt sich in dieser flachen Gegend natürlich überhaupt nicht. Und dann wird es eng. Durch welche Einfahrten kann ich gehen? Wo kann ich noch sicher in das Innere kommen, in den Lagunenbereich, wo ich dann vor diesen Wetterunbillen geschützt bin? Ich zeige Ihnen die Möglichkeiten, die wir haben. Ein bisschen später kommen wir dazu. Was gibt es noch? Es gibt natürlich die Tide. Unterschätzen Sie sie nicht. Wenn Sie schön festgemacht haben und in Ruhe essen waren bei dem Ganzen und zurückkommen, Ihr Boot hat sich aufgehängt, dann haben wir eben etwas mehr Ebbe als vielleicht normalerweise üblich. Nicht so um 1 Meter oder 90 Zentimeter, so in dem Bereich schwankt die Ebbe, schwanken Ebbe und Flut normalerweise. Aber bei bestimmten Wetterverhältnissen kann die Ebbe größer sein, schwerer sein oder die Flut höher. Ein Tidenkalender macht einen hier sicher und zeigt einem, auf was man sich einlässt. Ein Meter, der sich hier im Unterschied zeigt zwischen dem,
wo sie angelegt haben und dem, was sie nachher vorfinden, ist an einer flachen Küste enorm viel. Was zieht die Tide noch mit sich? Unterschätzen Sie es nicht. Wir haben Tidenstrom an der Adria. An allen Ausfahrten, an allen Ausgängen der Lagunen zieht die Ebbe einen gewaltigen Strom nach draußen, der bis zu 7 Knoten erreichen kann. Bis zu 7 Knoten. Andersrum, nach innen, ist die Strömungsgeschwindigkeit bei der Tide etwa bei 2 Knoten. Ein Tidenkalender, wie Sie ihn hier sehen, können Sie aus dem Internet holen. Sie finden die Büchlein auch gedruckt in jeder Marina oder in jedem Nautikgeschäft. Wenn ich Ihnen zu schnell spreche, machen Sie mich darauf aufmerksam. Wir gehen weiter. Wir haben natürlich noch ein weiteres Problem an dieser flachen Küste. Das Problem ist der Sand, der allseits von den Strandbesuchern, Strandgängern, Badenden so geliebte Sandstrand ist in der Schifffahrt natürlich ein riesiges Problem. Stellen Sie sich vor, an der Adria geht an der Küste Kroatiens die Strömung nach Norden, kippt dann ganz im Norden oben und geht an der italienischen Seite wieder runter nach Süden. Alle Schwebeteilchen, die hier mitgenommen werden, werden unterwegs abgelagert. Nicht alle, aber ein großer Teil davon. Die Flüsse tragen ein Übriges dazu bei und transportieren Sediment ins Meer. Und überall dort, wo die Flüsse durch eine Lagune, also durch stehendes Wasser, in Anführungszeichen, oder durch das Meer, auch hier das stehende Wasser, in Anführungszeichen, gestoppt wird, wird Sediment abgelagert. Das bedeutet, dass dieser Sand überall ein Problem darstellt und ein Riesenaufwand getrieben wird. Diese Einfahrten, die ja wichtig sind für uns Bootssportler, diese Einfahrten tief genug zu halten oder überhaupt nur die Einfahrt zu ermöglichen. Und unterschätzen Sie den Sand nicht. Laufen Sie mit einem Aluminiumpropeller mit dem Beiboot auf diesen Sand auf, der noch von Wasser bedeckt ist, ist der Beton hart. Und der Propeller wird zum Blumenkohl. Oft genug erlebt. Stahlpropeller halten da ein bisschen mehr aus. Und natürlich gibt es jede Menge Sandbänke, links und rechts, auf beiden Seiten der Einfahrten, dicht bei den Einfahrten sogar. Und in den Monaten, in denen die Einfahrten nicht gepflegt werden, ab Mitte September wird es schon kritisch, sogar in den Einfahrten. Strandungen dicht neben der Einfahrt haben wir selber schon erlebt. Dieses Bild hier, da konnte man nur vom Strand aus beobachten, was passierte, um den Segler hier zu bergen. Aber wir haben eine Segeljacht aus Hamburg abgeschleppt, neben der Einfahrt Porto Barcellige in Bibione, der dort aufgelaufen war, neben den Pfählen. Jemand, der es eigentlich wissen müsste. Ja, trotzdem, er hat sich zu dicht rangetraut und lief dann auf. Was braucht man für die Küste, um dort unterwegs zu sein? Sie wissen es, Sie brauchen die Seekarte. Sie haben die heute alle auf dem Plotter und Sie fahren da schon ewig in der Gegend und Sie kennen sich aus. Ja? Habe ich auch gedacht, nach vielen Jahren dort mit dem Schlauchboot und dem Rumtoben auf dem Wasser, mit dem Katamaran beim Segeln, bis ich dann mal die Seekarte in die Hand genommen habe und erschrocken festgestellt habe, dass in Bibione ganz dicht bei uns ein Artilleriestand war, in dem italienische Soldaten an Geschützen ausgebildet wurden und davor ein Bereich mit nicht explodierter Munition. Und dieser Bereich ist auf der Seekarte auch richtig dargestellt und fairerweise natürlich fürs Ankern gesperrt. Ich bin sauber erschrocken. Ich dachte, es wäre alles so harmlos. Ganz so harmlos ist keine Küste. Also man ist gut beraten mit einer Seekarte. Man ist gut beraten mit einer aktualisierten Seekarte auf Papier. Weil ich bei der Seekarte, anders als beim Plotter, immer die Übersicht habe, ein größeres Bild habe und nicht beim Plotter, je nach dem Detail, nach der Einstellung, die ich gemacht habe, vielleicht wichtige Informationen gar nicht mehr gezeigt werden. Also, die Seekarte auf den Knien, den Plotter vor einem, so könnte es gehen. Könnte es gehen. Bei mir ging es so. Die Seekarte endet an der Küstenlinie. Sie werden keine Informationen mehr auf der Seekarte finden, wenn es in die Küste hineingeht, also auch in die Lagunen. Zum Beispiel keine Informationen über die Wassertiefen. Sie sehen vielleicht noch den einzelnen Kanal oder Wasserweg, aber Sie kriegen sonst keine weitere Informationen mehr. Und dieses Lagunen-, Fluss- und Kanalgebiet im Norden der italienischen Adria ist so gewaltig und so ausgedehnt, dass man nicht an ihm vorbeigehen sollte. Hat man eine Segeljacht, hat man auch einen Tender. Mit einem Tender kann man auch noch was erreichen. Wenn er denn so motorisiert ist, dass es vielleicht auch noch Spaß macht, ein paar Kilometer zu fahren damit oder ein Stückchen. Es wäre immerhin eine Möglichkeit. Bescheidenere Möglichkeiten gibt es natürlich mit der Segeljacht selber, in dieses Gebiet einzudringen und sich anzuschauen, wie es dort aussieht. Was braucht man dazu?
Für all diese speziellen Gebiete braucht man natürlich auch spezielle Unterlagen. Und glauben Sie mir, die Seekartenplotter sind fantastisch auf dem Meer. Sind fantastisch in Kroatien, sind ganz fantastisch bis zur Küste, auch in Italien, sind wirklich ganz toll. Aber sie zeigen nicht alle Kanäle, nicht alle Wassertiefen, nicht das gesamte Gebiet ist erforscht. Und deswegen kommt man um Lagunenkarten nicht herum. Sie sehen jetzt auf dieser Folie drei Kartenbeispiele. Die linke Karte würde ich denen empfehlen, die mit dem Kanu paddelnd unterwegs sind, denn hier werden alle Wasserwege, alle Flüsse, alle Möglichkeiten, die man mit dem Kanu unterwegs sein kann, gezeigt. Um mit dem Motorboot hier unterwegs zu sein, das wäre jetzt die nächste Steigerung, hier müsste ich mich schon gut auskennen und müsste die Karte studieren. Dafür gibt es Detailkarten, die das besser zeigen. Ganz rechts, Hidrovia Sile, hier wird ein Gebiet des Flusses Sile gezeigt, als auf der Lagunenkarte mit Wassertiefen und allem und wie ich dorthin komme und welche Schleusen ich durchfahren muss und was ich dabei erlebe. In der Mitte wird die Karte gezeigt, die, mit der man auch oft konfrontiert wird heute, denn der Hausbootverkehr hat in diesem Bereich sehr stark zugenommen und für Hausboote gibt es spezielle Karten. Der Grund ist ganz einfach darin zu sehen, dass die Hausbootvermieter gar nicht wollen, dass sie mit dem Hausboot alle möglichen Kanäle durchfahren. Denn es eignen sich wirklich in Tatsache auch nicht alle. Auch nicht bei einer Wassertiefe von knapp unter einem Meter. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Im Po-Delta und auf dem Fluss Po verlangen die italienischen Behörden den Sportbootführerschein See. Warum, weshalb, wieso? Weil sie einfach glauben, dass man hier mehr Wissen mitbringt, als wenn man nur mit einem Binnenschein rumkreuzt. Denn zumindest dieser Übergangsbereich des Po-Deltas wirft einige Fragen auf und ist ein wenig anders, als man es vielleicht vermutet. Ein ganz besonderer Bereich, eine besondere Betonung, eine besondere Beschilderung muss sich damit auseinandersetzen, bevor man in diesen Bereich eindringt und ihn befährt. Für die Lagunen gibt es natürlich auch Karten, die sehr weit ins Detail gehen. Die beste Karte ist zurzeit nicht verfügbar. Warum? Weil das Projekt Mose bei Venedig begonnen hat, seinen Dienst aufzunehmen und sich dadurch natürlich die Einfahrten verändern. Und bevor das nicht richtig vermessen ist und richtig kartografisch vorliegt, wird diese Carta della Laguna di Venezia, die linke Karte hier, die blaue, nicht neu aufgelegt. Auf die warte ich. Das ist das Beste, was es über die Lagune von Venedig gibt. Hier ist wirklich jeder Pfahl einer Dalbenreihe abgebildet. Alles, sogar die Gastankstelle finden Sie hier. Sie sehen in der Mitte die Lagunenkarten, die es gibt. Eine ganze Reihe davon für den Bereich, den man befährt. Hier Grado und die Lagune von Marano, besser bekannt unter Lignano, runter bis ins Po-Delta. Gibt es lauter Detailkarten, die einem eine wunderbare Übersicht darüber geben, wo man sich bewegen kann. Rechts davon, das werden die wenigsten gehört haben von Ihnen, die Sacca di Goro ist eine Lagune im Süden des Po-Deltas. Verhält sich genauso. Hier gibt es wenig Informationsmaterial, bis auf diese Spezialkarte Sacca di Goro. Sie zeigt die Dalbenwege, sie zeigt das Positionslicht, auf das sie losfahren müssen, um einlaufen zu können. Und diese Bucht Sacca di Goro, die nach Süden offen ist, eignet sich natürlich überhaupt nicht, um bei Scirocco sie anzulaufen. Wie sehen denn die Dimensionen der Küste aus? Den Bereich, den wir uns heute im Detail ansehen, der sieht in der Übersicht so aus, dass wir 195 Kilometer Luftlinie haben zwischen Triest und Ravenna, dass wir 250 Kilometer etwa Küstenlinie haben, dass die erreichbaren Ziele im Landesinnern oft nur wenig weit weg sind, 20 Kilometer, 30 Kilometer, 50 Kilometer. Der namensgebende Ort der Adria, die Stadt Adria, lag zur römischen Zeit noch direkt am Meer. Heute durch das sich ständig ins Meer bewegende Po-Delta, 25 Kilometer im Hinterland. Und Adria liegt am Canale Bianco, kann also befahren werden. Der Kanal übrigens, der führt weiter bis Mantua. Er ist tief, wenn Sie den Masten legen, bei einem Tiefgang von 2 Metern, durchaus machbar.
Insgesamt ist der Fluss Po fast 400 Kilometer, 384 Kilometer schiffbar. Bis Cremona, den Weg, den wir kennen, den wir gemacht haben, sind es 280 Kilometer. Aber da ist natürlich eine Segeljacht hier vollkommen falsch am Platz. Hier haben wir maximalen Meter Tiefgang bei dem Ganzen. Und man muss sehr vorsichtig fahren und sich sehr an die Beschilderung halten. Okay, nach der Übersicht hier über dieses ganze Gebiet fangen wir mal an, uns jetzt näher mit Stück für Stück der Küste und dem Hinterland zu beschäftigen. Erster Aufsatz, wir gehen im Uhrzeigersinn vor und beginnen bei Ravenna. Sehr oft finden Sie in Italien die eine Flussseite oder das eine Mündungsgebiet hier, das nördlich eines Flusses liegt, oder auf der linken Seite in Fließrichtung, wird das ja immer angegeben, hat eine andere Ortsbezeichnung als auf der rechten Seite. Jesolo zum Beispiel und Cavallino, getrennt durch den Fluss Sile. Ja, hier ist es ähnlich. Bei Ravenna ist die Marina di Ravenna für uns wichtig, mit dem großen Yachthafen im Süden liegend. Läuft man als Yacht in diesen großen Hafen ein, dem mehr als 1000 Boote liegen, hält man sich dann links und fährt nach den Molen, nach den beiden fast 2 Seemeilen ins Meer ragenden Molen, links dann in den Yachthafen ein, um dann gleich auf der rechten Seite dann auch die ersten Liegeplätze für Gastlieger zu finden. Porto Corsini, weiter auf der anderen Seite, ist freizuhalten, denn hier legen die Kreuzfahrtschiffe an. Kann durchaus sein, dass Sie also morgens, wenn Sie aufwachen, da 2 Riesen gegenüberliegen sehen. Und was Sie auch sehen, sind riesige Tanker, die, wenn sie einlaufen, voll sind, wenn sie auslaufen, leer sind und dann gewaltig in die Höhe ragen. Man wird also mit der Seefahrt konfrontiert. Man kann aber eines nicht. Man kann nicht von Porto di Ravenna die 11 Kilometer mit dem Boot den Kanal reinfahren, um in die Innenstadt zu kommen. Dieser Kanal ist für Sportboote leider gesperrt. Also, jede Viertelstunde fährt ein Bus. Ich muss mir also in den Bus bequemen, um diesen Ort zu erreichen. Was Sie hier sehen, dieser Kartenausschnitt, der stammt aus Open Sea Map. Und Sie sehen, dass hier noch Bohrtürme abgebildet sind, die nicht befeuert sind und kein Schallsignal geben. In Wirklichkeit sieht es natürlich anders aus. Alle Hindernisse, die Sie heute finden, ob das nun Fischzuchtanlagen sind, Muschelzuchtanlagen, Bohrinseln, sind betont, befeuert und geben entsprechend das richtige Signal. Das ist die Einfahrt oder die Darstellung auf der Seekarte. Die Seekarte habe ich Ihnen vorhin gezeigt. Es gibt für diesen Bereich eben einen Seekartensatz der italienischen Marine, besteht aus 18 Detailkarten und eignet sich vom Format her hervorragend für ein Sportboot, genauso wie für den riesigen Kartentisch einer Segeljacht. Das sind schöne, handliche Karten, 18 Stück. Ich habe die gesamte nördliche Adria hier vor mir bis zur Grenze nach Slowenien. Natürlich ist das Gebiet selber von viel mehr Wasseradern durchzogen, auch nach der Küste von Ravenna, aber touristisch nicht nutzbar. Touristisch mit dem eigenen Boot nicht nutzbar, ich komme gar nicht rein. In diesem Teil, das sind überwiegend Fischzuchtanlagen, die sich hier vorfinden. Und es gibt einen alten Traum. Ravenna über Ferrara mit den Möglichkeiten der Kanäle und der Wasserwege des Flusses Po zu verbinden, um hier die Fracht umschlagen zu können, auf Binnenwasserschiffen weiter zu transportieren oder mit Binnenwasserschiffen Fracht nach Ravenna zu bringen. Dieser Plan existiert, er würde durch das Naturschutzgebiet führen mit einem Kanal, das hier nördlich von Ravenna abgebildet ist. Touristisch spielt dieses Gebiet keine Rolle, außer mit 2 Ausflugsbooten, mit denen Sie das befahren können, um sich Fischzuchtgebiete anzusehen. Sie sehen jetzt hier ein Luftbild von Ravenna, welches das verdeutlicht, was wir vorhin auf der Karte gesehen haben. Sie sehen unten rechts im Bild, ich gehe mal auf den Laserpointer, Sie sehen unten rechts im Bild die beiden großen Molen, die aufs Meer raus führen und die Sie empfangen. Als Landmarke, ich zeige Ihnen das nachher noch, sehen Sie dann die Schornsteine der Ölraffinerie. Sehen Sie gleich im nächsten Bild. Sie sehen, wie weit der Kanal hier ins Landesinnere führt. Das sind diese berühmten 11 Kilometer, die ich vorhin schon gesagt habe.
die nicht befahren werden dürfen, die rein eben hier von Frachtern benutzt werden, rein für die Abwicklung von Fracht und nicht mehr für Sportboote. Aber Sie können die Dimension dieses Yachthafens hier auch sehen, also die Ballung dieser Schiffe, die hier drin liegen, mehr als 1000 davon, mit unterschiedlichen Vereinen, unterschiedlichen Anlagen, die sich hier drin tummeln, zeigt, dass hier einiges los ist. Und überall dort, wo Sie Masten sehen an der Adria, gibt es auch tieferes Wasser. Und noch ein Tipp, überall dort, wo Fischerflotten vorhanden sind, wo es Fischerflotten gibt, werden die Fahrrinnen selbst im Winter tiefer gehalten. Wir gehen zur nächsten Folie. Sie sehen jetzt die Landmarke, von der ich vorhin gesprochen habe. Neben dem Leuchtturm sind es die beiden Schornsteine der Raffinerie, die rot-weiß bemalt sind und die man sieht, selbst wenn man morgens ganz früh, so wie wir hier, Ravenna anlaufen und die Sicht nicht gerade die beste ist. Der Yachthafen früher am Morgen zeigt halt ein Gewimmel von Schiffen, klar. Er ist riesengroß, die Anlage ist sehr groß. Man läuft ein, fährt dann gleich rechts und bleibt dann hier in etwa, sind die Gastplätze bereits hier im vorderen Bereich, sodass man vom Fußweg her bis zum Bus es nicht allzu weit hat. Dass natürlich Ravenna kulturell viel zu bieten hat und es sich lohnt, diese Stadt anzufahren und es zu besichtigen, zeigen zwei Beispiele. Das eine ist das Mausoleum, das Grabmal des Theoderich. Das habe ich immer noch, das Bild vor mir, es stand in meinem Geschichtsbuch. Das ist schon eine ganze Weile her. Es war dann schon toll, mal direkt vor diesem Grabmal zu stehen, das man von früh aus im Geschichtsunterricht herkannte. Ja, natürlich auch frühchristliche Kirchen und noch viel anderes und vieles. Ravenna ist eine bedeutende Stadt, die einzige Stadt dieses Bereiches, die über einen Seehafen verfügt. Von Ravenna aus führt uns der Weg jetzt weiter nach Norden. Wir segeln an der Küste entlang, wir fahren die Küste entlang nach Norden, so wie hier dargestellt, und finden mit einer Segeljacht erst wieder in Porto Garibaldi eine sichere Einfahrt. Alle Yachthäfen, die es vorher gibt, sind, man sieht es dann schon an dem, was in Yachthäfen drin liegt, für Motorboote gedacht, sind für engagierte Sportangler gedacht eigentlich. Italiener sind begeisterte Angler, fahren mit ihrem Motorboot raus, liegen den ganzen Tag draußen, kommen abends mit ihrem Fang zurück, der manchmal durchaus beträchtlich sein kann, um dann zu Hause ein gutes Abendessen zu haben. Also die Yachthäfen dazwischen sind gute Stationen. Sie sehen das hier zum Beispiel, sind gute Stationen für Motorboote, aber nicht geeignet für Segler. Katamarane, die natürlich nicht so viel Tiefgang haben, für die wäre es eher möglich, aber hier spielt natürlich bereits die Breite dieser schmalen kleinen Einfahrten eine Rolle. Ich würde unter Segeln einen solchen kleinen Hafen nicht einlaufen, aber hier Porto Garibaldi. Das ist die nächste Station. Porto Garibaldi bietet die Marina degli Estensi. Und was finde ich in Porto Garibaldi? Eine große Fischereiflotte, einen großen Fischmarkt. Ich kann mich selber versorgen, wenn ich möchte. Natürlich eine Menge Lokale, die es gibt. Aber was ganz schlecht wäre, darf ich nochmal zurückgehen? Ja, halt auf diese Folie. Entschuldigung. Was ganz schlecht wäre, wäre, wenn ich jetzt in Porto Garibaldi bliebe. Denn schön ist es, wirklich schön ist es dort nicht. Ein Fischerhafen. Porto Garibaldi ist im Zweiten Weltkrieg ziemlich niedergemacht und zerstört worden. Was aufgebaut worden ist, das sieht nach 50er und 60er Jahre aus von den Häusern. Keine Baudenkmäler, keine Besonderheiten. Aber ein Stück weiter gibt es die. Nämlich 6 Kilometer. 6 Kilometer weiter, ein Weg auf einem Kanal, ein Weg an der Straße, mit dem Fahrrad, mit dem Tender, wenn er denn so läuft, dass es Spaß macht, oder mit dem Bus, bin ich sehr, sehr schnell in Comacchio. Und da sieht die Welt dann bereits anders aus. Wir sehen hier die Hafeneinfahrt oder ein Stück der Hafeneinfahrt von Porto Garibaldi. Und wir sehen der berühmte Brückenbau in Comacchio, die Treponti-Brücke. Wir sehen ein Lokal, üblicherweise wird, Entschuldigung, Corona-Test war erfolgreich, nämlich nicht. Comacchio mit mariniertem Aal. Aal gibt es an allen Ecken dort, das ist eine Spezialität natürlich. Klar, wir sind jetzt dichter am Po-Delta bei allem
Und der Aalfang ist dort eine ganz bedeutende Geschichte. Aal vom Grill schmeckt auch ganz hervorragend. Wenn man dann am Tisch sitzt und Aal isst, dann der Italiener hinter einem, der glaubt, man versteht nicht Italienisch, sagt dann, da könnte ich auch eine Anaconda essen, sieht man den Aal natürlich wieder mit anderen Augen. Aber er schmeckt und ich glaube, darauf kommt es drauf an. Comacchio hat einen Hafen. Hier drin liegt jetzt ein historisches Segelschiff, ein Frachtsegler mit zwei Masten. Der käme nie in diesen Hafen. 2,50 Meter hoch ist die Brücke davor. Man kommt mit einem Motorboot vielleicht hier rein. Man kommt mit dem Tender hier rein. Ja? Aber man kommt natürlich niemals unter Segeln oder mit dieser Masthöhe in dieses Hafenbecken, das hier abgebildet ist. Aber es gibt noch außen am Kanal auch die Möglichkeit anzulegen. Aber auch um dorthin zu kommen, muss ich vorher unter einer Hubbrücke durch, die mit 3 Metern Höhe uns einschränkt. Und ob sie dann immer tatsächlich aufmacht oder ich sehr lange warten muss, ist immer dieses Waborg-Spiel. Beim Stoßverkehr morgens warten die natürlich, ja, und machen erst vielleicht um 10 Uhr auf und dann stehe ich da und warte. Ja, und abends ist genau das Gleiche. Also besser ist es, verlassen Sie sich nicht auf diese Hubbrücken bei dem Ganzen. Entweder Sie kommen drunter durch mit dem Motorboot oder wenn Sie mit der Segeljacht kommen, bleiben Sie in Porto Garibaldi und versuchen Sie Comacchio mit einem anderen Verkehrsmittel zu erreichen. Aber wenn wir schon dabei sind, Comacchio, das ist schon der halbe Weg nach Ferrara. Fahre ich diesen Kanal weiter, komme ich durch ein paar Schleusen und ein paar hohen Brücken durch. Es gibt nur eine einzige Brücke noch, die aufklappt und die eben nur 3 Meter hat, die Hausboote gerade so durchrutschen lässt, wenn die ihr Bimini abbauen. Man kommt durch und findet dann einen guten und auch tiefen Wasserweg vor, der eben auf dem Kanalweg nach Ferrara führt. Und Ferrara ist eine wunderschöne Stadt. Hat einen Hafen, der leider nicht so gepflegt ist, wie man ihn sich wünscht oder wie man ihn sich vorstellen könnte für die Stadt. Aber Ferrara über diesen Wasserweg zu erreichen, das hat schon was. Es gäbe einen zweiten, also der Wasserweg heißt Idrovia Ferrarese, Sie sehen das ja auf der Folie. Es sind 70 Kilometer, also ein Stück des Weges. Und wenn man sich Zeit lässt und unterwegs an Lokalen festmacht und hält, dann wird es eine richtig schöne, gemütliche Reise. Diese schöne und gemütliche Reise sucht der eine oder andere Hausbootfahrer auch und fährt weiter nördlich in den Po di Volano und erlebt dabei sein Desaster. Die Mittel der EU werden unterschiedlich ausgegeben. Natürlich, jede Gemeinde hätte gerne Mittel der EU, um irgendwas zu verwirklichen. Sie sehen links oben eine moderne Brückenkonstruktion, die mit Hilfe der EU, mit Finanzmitteln der EU erstellt wurde. Eine ganz moderne Brückenkonstruktion, die im Ganzen den unterfahrbaren Teil an 4 Pylonen in die Höhe hebt. Dann kann das Boot unten durch. Eine schöne Sache, eine supermoderne Brücke. Aber wenige Kilometer südlich davon oder östlich, mehr östlich davon, wenige Kilometer östlich davon, hat die Gemeinde Codigoro eine ehemalige Drehbrücke geschlossen, indem sie einfach eine Metallplatte drüber gelegt haben. Und diese Brücke, die ist zu und bietet mit 1,50 Meter natürlich keine Durchfahrt mehr. An dieser Stelle verzweifeln die Hausbootfahrer, müssen umdrehen und sind falsch gefahren. Dabei wäre dieses Hindernis beseitigt, gäbe es hier genauso eine moderne Lösung, dann führt die nächste Brücke, die grüne, die hier links abgebildet ist, die Eisenbahnbrücke, tatsächlich auf den Fluss weiter. Denn diese Eisenbahnbrücke wird einmal im Jahr geöffnet, um zu sehen, ob sie noch funktioniert. Sie würde funktionieren. Der Weg wäre offen, er wäre nutzbar und er ist auch sehr schön. Denn ich komme immerhin bis zur Abtei von Pomposa, eines der bedeutenden Bauwerke im Po-Delta. Und jetzt haben wir das Po-Delta auch bereits erreicht mit der nächsten Folie. Was habe ich hier? Sie sehen hier 2 Verkehrsschilder im Meer. Die zeigen oder weisen darauf hin, dass in diesem Bereich Fischzuchtanlagen von enormer Ausdehnung und von enormer Vielfalt etabliert sind. Ich habe die hier in einem großen Bereich. Das ist nicht eine so große Anlage, sondern es sind mehrere. Und ich habe die hier und sie werden andauernd mehr. Die Adria wird
bis in den Süden, runter, bis Santa Maria di Leuca, von Fischzucht- und Muschelzuchtanlagen heute benutzt, ausgebeutet, hier, wie es vor ein paar Jahren noch gar nicht vorstellbar war. Sie wird genutzt, es ist Fisch gezüchtet und es werden Muscheln gezogen. Überall sehen Sie heute diese Muschelzuchtanlagen. Um das ganze Po-Gebiet herum natürlich auch. Und damit ist die Zufahrt zu dieser Lagune, die im Süden des Po-Deltas ist, die berühmteste, die als Sacca di Goro bekannte Lagune, nur schwer ansteuerbar. Sie müssen diesen Fischzuchtgebieten ausweichen. Aber mit einer Spezialkarte, wie Sie sie hier sehen, wie wir sie extra noch fotografiert haben, um sie einblenden zu können, ist das überhaupt kein Problem. Die kleine Spezialkarte habe ich Ihnen vorher ganz am Anfang schon mal gezeigt. Jetzt ist sie aufgeklappt, zeigt das Leuchtfeuer, das Sie ansteuern müssen mit den Koordinaten und zeigt dann auch die Dalbenreihe, auf die Sie stoßen. Die Dalbenreihe wechselt dann von der linken Seite, also von der Backbordseite, auf die Steuerbordseite. Wenn Sie unterwegs sind im Lagunenbereich und Sie sehen eine einzelne Dalbenreihe, die Ihnen eine Fahrstraße hier markiert, dann sind Sie dann auf der richtigen Seite dieser Fahrstraße, wirklich im Fahrwasser, wenn Sie die Nummerierung lesen können. Jeder Dalben trägt eine Nummer, ein Schildchen mit einer Nummer. Wenn Sie das lesen können, sind Sie auf der richtigen Seite. So, diese Dalbenstraße führt, wie in jeder Lagune, tief in die Lagune. Es gibt einen Yachthafen. Sie sehen ihn unten links, hier am Abend. Sie sehen die Einfahrt, die Sie nicht nutzen sollten. Das ist nämlich der Po di Goro mit dem Leuchtturm von Goro. Das war eine tolle Landmarke, aber wenn Sie darauf zuhalten, stoßen Sie auf vielleicht 1,50 Meter Wassertiefe, was für eine Segeljacht sicherlich eine große Herausforderung wäre. Ein Stückchen vom Ort Goro und eine kleine Schleuse rechts unten. Es gibt nicht nur den Ort Goro dort, sondern auch noch einen kleineren Ort, der nennt sich Gorino. Und über den Wasserweg als Dalbenstraße innerhalb der Lagune, der Sacca di Goro, führt der Weg dann rüber zu dieser Schleuse und bietet die Möglichkeit, auf den Po di Goro zu kommen. Eher für ein Motorboot natürlich als für ein Segelboot in diesem Fall wieder. Das ist klar, die Wassertiefe von diesem Seitenkanal liegt bei 1,50 Meter, geht noch mit der, selbst die 10 Meter Motorjacht hat nicht mehr als einen Meter Tiefgang, so ganz grob gesagt. Es gibt natürlich auch noch andere Bauweisen, aber damit komme ich durch. Mit der Segeljacht finde ich das Ende meiner Tour hier in der Marina. Sie sehen hier Masten, also Segler, die hier hinkommen. Also muss es funktionieren. Es geht. Es liegt bei 3 Meter Wassertiefe, 2,50 Meter Wassertiefe. Das lässt dann schon einiges zu. Der Ort Goro oder die Sacca di Goro ist eigentlich weniger bekannt. Vorhin habe ich gesagt, berühmt vielleicht für mich, aber bestimmt nicht für die Allgemeinheit. Aber es kommt eine berühmte Tochter von diesem Ort. Eine Sängerin, eine italienische, mit einer gewaltigen roten Mähne. Milva. Kennen Sie bestimmt? Milva stammt aus Goro, aus diesem Fischernest dort. Wir verlassen jetzt die Sacca di Goro und versuchen, um das Po-Delta herumzufahren. Das Po-Delta schiebt sich, wie gesagt, 25 Kilometer fast hier in die Adria. Ein erfahrener Segler weiß, dass wenn immer sich Landmassen in das Meer schieben, dass sie den Wind ablenken und dass es merkwürdige Windvorkommnisse geben kann. Die gibt es tatsächlich im Süden des Po-Deltas, gibt es sogenannte Furane, Luftwirbel, Windwirbel, heftige Windwirbel, die hier entstehen können und auf die man gefasst sein muss, wenn man um das Po-Delta herumsegelt. Dieses Erscheinungsbild des Windes tritt dort auf. Es gibt Marinas, die auf der Homepage 2,50 Meter Wassertiefe hier anbieten, wie Porto Barricata, zeige ich gerade hier mit dem Laser. Ich würde als Besitzer oder Verantwortlicher einer Segeljacht diese Marina nicht anlaufen. Ich würde versuchen, weiter in den Norden zu kommen. Die 2,50 Meter sind vielleicht möglich, wenn die Tide auch stimmt, die ja einen Meter mehr noch dazu gibt vielleicht, oder einen knappen Meter mehr dazu gibt, dann mag es vielleicht gehen bei dem Ganzen. Es gibt nichts Besonderes zu sehen dort, außer einer großen Freizeitanlage, Hafen und eine Tankstelle.
Für Motorboote ist es sicherlich eine gute Versorgungsmöglichkeit, für eine Segeljacht weniger. Noch weniger dagegen empfehle ich Ihnen als Verantwortlicher am Steuer einer Segeljacht, den Hauptarm des Flusses Po anzulaufen. Ein riesiger Leuchtturm zeigt als Landmarke das schon von Weitem, dass sich hier etwas dahinter verbirgt, was vielleicht von Interesse wäre. Wenn Sie aber jetzt in diesen Flussarm einlaufen wollen, stoßen Sie auf eine Wassertiefe von 1,50 Meter. Das ist zumindest das, was wir gemessen haben. In der Seekarte finden Sie an der gleichen Stelle 2,50 Meter. Also mir wäre es viel zu heikel. Wir werden es nachher gleich sehen, wie das aussieht im Bild, im Foto. Es gibt aber eine Menge von Möglichkeiten, auch im Po-Delta selber, sich zu versorgen oder einen Hafen zu finden. Eine sichere Einfahrt ist Albarella. Bei Albarella habe ich eine Wassertiefe von 3 Metern. Hier wird dafür gesorgt, dass dieser Kanal, der raus aus die Adria führt, die Wassertiefe hält. Die sind da sehr rührig. Es ist eine gute, moderne Marina. Sie sehen nicht allzu viel. Während Sie in der Sacca di Goro noch den Eindruck des Po-Deltas haben und diesen Eindruck mitnehmen können, sehen Sie in Albarella ein Hafenbecken mit betonierten Mauern. Sie haben dort ein schönes Lokal, es gibt einen Kran, es gibt eine Tankstelle, es gibt die übliche Versorgung einer Marina. Aber damit ist es dann auch schon getan und aus. Sie sehen nichts Typisches des Po-Deltas. Und um das Po-Delta selber, das habe ich ja vorhin schon gesagt, um diesen Hauptarm des Flusses Po, muss ich leider herumfahren. Kanalfahrt und Flussfahrt. Ich hoffe, ich langweile Sie nicht mit diesem Teil, aber es ist ein bedeutender Teil dieser ganzen Küste dort und der ganzen Region, ist von einem Netz von Wasserwegen gekennzeichnet, das hier dargestellt ist. Sie sehen hier rot zum Beispiel noch den geplanten Wasserweg von Ravenna in das Po-Delta, also in das System des Flusses Po hinein. Sie sehen hier den Canale Bianco mit mehreren Schleusen, der bis Mantua führt. Sie sehen den Fluss Po selber, der hier stark bis 400 Kilometer ins Hinterland führt. Sie sehen den Wasserweg, der tatsächlich noch existiert, bis Mailand. Hier. Der auch genutzt wurde. Als der Mailänder Dom gebaut wurde, ohne Schiffe wäre es gar nicht möglich gewesen, die Baumassen dorthin zu transportieren. Heute ist dieser Wasserweg nicht mehr nutzbar. Und so sieht es aus, wenn man in den Hauptweg, in den Hauptarm des Flusses Po einlaufen möchte. Sie sehen auf der rechten Seite, einen riesigen Leuchtturm, der natürlich in dieser flachen Gegend hier weit, weit hervorragt. Und Sie sehen auf der linken Seite die, wie soll ich mal sagen, Reste eines Atomkraftwerkes, welches nie in Betrieb ging. Eine Volksabstimmung hat dafür gesorgt, dass die Italiener kein Atomkraftwerk haben. Die Flussgeschwindigkeit des Flusses Po, nicht unbedingt in der Mündung, aber weiter oben, liegt bei 5 bis 7 Stundenkilometern. Die Mündungsgebiete aller Po-Mündungen im Delta sind mit äußerster Vorsicht nur anzulaufen. Viel mehr als 1,50 Meter wird man kaum finden. Bis auf die Einfahrten, die eben bei Albarella genutzt werden. Hier sehen Sie nochmal Punta Maestra. Sieht toll aus, ist einladend, bleiben Sie fern. Es hat keinen Wert. Sie werden Punta Maestra nicht erreichen, als unter Segeljacht. So, wir haben jetzt hier ein Bild von Albarella. Sie sehen hier den Tower und Sie sehen die Tankstelle von Albarella. Sie sehen dann noch die Marina vom Po, von Porto Levante. Rechts davon im Bild, das ist Porto Levante, ein Stückchen weiter drin. Auch hierhin kommen noch Segeljachten. Und dann allerdings beginnt der Weg, den Fluss Po aufwärts, über den Po die Levante, also ein Po-Arm, der hier hochführt. Und es gibt am Po durchaus auch Marinas. Nicht viele, aber es gibt sie. Sie sehen hier die Marina Po di Venezia, liegt noch im Po-Delta und zeigt mit sehr hohen Stehlen im Wasser, dass die schwimmenden Einrichtungen dort einen großen Weg zurücklegen müssen,
wenn der Fluss Po Hochwasser führt. Und er ist in der Beziehung ein unangenehmer Geselle. Die Doppelschleuse von Volta Grimana liegt unmittelbar nach dem Po-Delta und eröffnet dann den Weg vom Po di Levante in den Po di Venezia, also in den Hauptarm des Flusses Po. Fahre ich diesen dann flussauf, komme ich nach Cremona, wenn ich abbiege, komme ich nach Mantua. Schauen wir uns ein Stückchen des Flussweges an. Wir sind ihn befahren, mehrfach. Haben Glück gehabt, dass der Wasserstand gereicht hat. Es gibt Möglichkeiten, sich zu informieren. Die Gesellschaft, die für den Fluss verantwortlich ist, ihn betont, die Seezeichen aufstellt und die Wassertiefen angibt, heißt AIPO. A-I-P-O. AIPO. Die AIPO finden Sie im Internet. Sie bietet auf Italienisch, aber das wird eigentlich gut erklärt, die Möglichkeiten, die Wassertiefen zu erfragen und auch die Besonderheiten, die es gibt. In der Mitte, das Bild oben, ein typischer Verlauf des Flusses, links und rechts mit Auenwäldern, die zum Teil auch die hohen Deiche hier mit bewaldet haben, mit begrünt haben. Man sieht nicht viel, fährt man also auf diesem Fluss hinauf, links und rechts, die Deiche sind hoch. Klar, die Menschen haben Angst vor dem Hochwasser, sie fürchten den Fluss. Es ist auch schon genug passiert. Ferrara liegt heute etwa 15 Kilometer weg vom Fluss Po. Der Fluss Po führte ursprünglich durch Ferrara. Ein großes Hochwasser und der Fluss hat sich schlicht und einfach ein anderes Flussbett gesucht. Einrichtungen, wie ich schon gesagt habe, hier links haben wir den Kanuverein von Revere, da sind wir schon ein ganzes Stück weit oben. Kurz nach Revere kann man abbiegen auf dem Fluss Mincio und kann nach Mantua fahren. Man kann sich orientieren an den Kirchtürmen, die als Spitzen hochkommen, wenn man sich ein bisschen auskennt. Vielleicht, aber ganz sicher an den Brücken. Man sieht hier ein Bild, hier kommen Brücken. An den Brücken stehen die Ortschaften und sie sind auch nummeriert. Man weiß also, wo man sich befindet. Seit 30 Jahren wird am Fluss Po, ist der Fluss Po ein Mekka der Wallerfischer, Welsfischer. Welse von einer Größe von 2,20 Meter und einem Gewicht von 120 Kilo werden dort gefangen. Das sind natürlich die größten. Aber Sie sehen, das Anglerglück schon hier, schon ein Wels dieser Größe braucht viel Kraft, um ihn rauszuheben. Er wird nicht gegessen. Also die Welsangler aus Deutschland, Österreich, hier Italiener, die fangen den Fisch, die fotografieren ihn und werfen ihn wieder zurück ins Wasser. Wer den Wels tatsächlich entnimmt, das sind heute die Räuber, um sie so zu nennen, aus den östlichen Ländern, nicht? Tschechen und noch weiter östlich, hier, die kommen ebenfalls. Die nehmen den Fisch mit, dort gilt er als Delikatesse. Es gibt sehr viele Einrichtungen auf diesem Fluss. Wir sehen in der Mitte den Motorbootverein von Cremona, der auch eine Tankstelle betreibt, sinnigerweise natürlich, klar, weil die kleinen Boote hier alle Außenbordmotoren mit Benzinmotoren haben, nur eine Benzintankstelle. Sie sehen hier das Schild vom Porto Turistico di Cremona, links unten den Hafen von Cremona, der Porto Turistico liegt hier ganz rechts, man muss dort eine Schleuse durch, um dorthin zu kommen. Und der Wasserweg, der hier weiterführt, ist der Weg nach Mailand. Leider nicht mehr befahrbar. Der Dom von Cremona wird gezeigt auf dem Bild abends, sehr stimmungsvoll. Und das Ende unserer Flussfahrt in der einzigen Schleuse des Hauptarmes des Flusses Po. Die einzige Schleuse ist die Schleuse bei der Isola Serafina. Um den Po wirklich vom Wasser her, vom Tiefgang her, also von dem, was er bietet, sicher zu machen, würde der Fluss auf dem Weg von Cremona bis zum Meer noch zwei weitere Schleusen benötigen, die natürlich aus finanziellen Mitteln und aus dem Widerstand der Bevölkerung bisher nicht in Angriff genommen wurden. Dann wäre es ein sicherer Wasserweg, der auch, immerhin ist der Po eine europäische Wasserstraße, dann von richtigen Flussschiffen befahren werden könnte. Er wird heute befahren. Manche Schiffe befahren ihn, ja, und scheppern da mit einem Meter Tiefgang über die eine oder andere Kiesbank. Auch wir hatten die eine oder andere harmlose Grundberührung. Man hat da gemerkt, bing, aha, war wieder ein bisschen knapp mit dem Ganzen. Mit einem Meter Tiefgang ist man an der Grenze der Befahrbarkeit. Fährt man aber nach dem Kanuverein bei Revere, einer hübschen kleinen Stadt mit einem Museum,
Ach ja, die Anekdote muss ich schnell noch erzählen, bevor ich zur nächsten Folie gehe. Als wir in Revere ankamen, flussauf, wurde es am Nachmittag schon später und meine Frau sagte zu mir, sie möchte jetzt gerne wissen, wo wir diese Nacht bleiben. Und mitten auf dem Fluss war ein Ponton verankert und kein Zeichen daran, auf welcher Seite ich an dem Ponton vorbeifahren sollte. Aber links war dann diese Hafenanlage hier oder diese Steganlage des Kanuvereins von Revere. Dachte ich, steuere mal einfach jetzt Revere an, Schluss jetzt für heute. Aber ist es denn da tief genug? Während ich langsam darauf zuhielt, haben mich die Mitglieder des Vereins dort entdeckt, dass ich da anlegen möchte. Und ich habe ihnen gedeutet, reicht die Wassertiefe? Und um mir zu demonstrieren, dass es reicht, gingen die ins Wasser und standen dann bis über den Bauch im Wasser und haben mir damit eindrucksvoll demonstriert, Junge, du kannst hier anlegen. Es ist tief genug für dich. Und wir saßen dann nachher auch gemütlich beieinander. Sie haben uns dann in ein Lokal geschickt, dicht dabei, gleich hinterm Damm, wo wir gut gegessen haben. Als wir zurückkamen, war der gesamte Damm mit Menschen bevölkert. Warum? Weil auf diesem Ponton in der Flussmitte ein Feuerwerk zünden sollte. Und das kam dort auch. Und wir saßen natürlich dann auf dem Bug mit einer Flasche Prosecco und zwei Gläsern und haben dieses Feuerwerk genossen. Das war wunderschön. Ein Stück weiter dann, auf dem Weg über den Mincio, abweichend vom Fluss Po, hier, und den Mincio über eine Schleuse, bis Mantua befahrend, Sie sehen hier oben die Schleuse, die das zulässt, hatten wir dann das zweite Feuerwerk, einen Tag später in Mantua. Genau das gleiche nochmal. Unglaublich, was die für einen Aufwand für uns getrieben haben. Naja, für uns war es nicht gedacht, aber schön war es trotzdem. Der Mincio ist ein wunderschöner Fluss, bei uns wäre er unter Naturschutz und dürfte garantiert nicht mit Motorbooten befahren werden, denn sie fahren durch Seerosenseen. Ungeheurer Fischreichtum, seltene Vögel, zum Beispiel ein Nachtreiher, den wir fotografieren konnten, der also sehr selten sein soll. Ich bin auch kein großer Fachmann da drin, aber ein Jäger sagte mir das. Porto Catena, der ursprüngliche Festungshafen von Mantua, hat uns dann aufgenommen. Wir liefen hier ein mit deutscher Flagge und waren dann natürlich hier umringt von Italienern des Vereins, die jetzt wissen wollten, wo wir denn jetzt herkämen. Ja, wir kamen nicht aus Deutschland, wir kamen nur aus Bibione. Aber trotzdem fanden sie das ganz bemerkenswert. Ja, und meine Frau fährt nicht mit, fährt solche Fahrten nicht mit. Darf ich mal reinschauen, wie sieht es denn bei Ihnen im Boot drin aus und so weiter. Also, waren sehr interessiert, waren sehr freundlich, haben uns sehr geholfen. Wir konnten die Clubanlage verwenden, was eigentlich ganz normal ist. Aber zu der Zeit dort war noch nichts los und alles war geschlossen im Grunde. War ein sehr schöner Aufenthalt in Mantua und auch nicht weit von Porto Catena her, bis ins Stadtinnere. Wie sieht Mantua aus? Den Palast dort, den Lago Inferiore, durch den man durchfährt, um nach Porto Catena zu kommen. Das ist die Einfahrt unten links, der Club Nautico, die hier sein großes Schild hat. Es gibt aber noch mehr Vereine, die sich hier Porto Catena teilen. Porto Catena, der Name, deutet darauf hin, dass eben im Mittelalter der Hafen mit einer Kette geschlossen wurde. Es ist ein Festungshafen, nachts hat man den mit einer Kette geschlossen. Lassen Sie uns weiterfahren. Gehen wir wieder raus aufs Meer. Halten wir Abstand, denn flach ist es überall, sicheren Abstand, weiten Entfernung. Können wir hier noch irgendwo rein mit dem Segelschiff, mit dem Tiefgang? Weniger. Bevor wir weiter nördlich dann Möglichkeiten der Einfahrt erreichen, wo Sie sicher reinkommen mit einem Tiefgang von 2,50 Meter, von 2 Metern und kein Problem damit haben, empfehle ich Ihnen die anderen Einfahrten, die hier gezeigt werden, nicht. Es sind Einfahrten für Motorboote. Sie finden in den Yachthäfen, die es dort durchaus gibt, wie hier zum Beispiel auf diesem kleinen Bild gezeigt, überwiegend also nur Motorboote oder wenn, dann nur ganz kleine Segelboote. Dagegen verfolgt uns jetzt schon die ganze Zeit im Hinterland ein Kanal, der als Litoranea Veneta bezeichnet wird. Der Litoranea Veneta war ein Handelsweg hinter der Küste, streckt sich fast bis Monfalcone, verfolgt die Küste und ließ es zu, dass eben früher die Schiffe, die ankamen mit ihren Waren, man muss sich die Schiffe nicht sehr groß vorstellen, dass sie in das Landesinnere kamen, die Einfahrten fanden. An jeder Einfahrt gab es eine Zollstation
Und der sogenannte Litoral musste dort bezahlt werden. Also der Zoll dafür, dass man jetzt auf den Binnenwasserstraßen weiterfahren konnte und seine Ware an den Mann brachte. Dieser Wasserweg ist mit vielen Schleusen versehen, hier im Po-Delta oder südlich des Po-Deltas. Es gibt auch ein paar Schleusen weiter nördlich. Es gibt ein paar Brücken. Überwiegend öffnen diese Brücken und lassen es zu, dass Motorboote diesen Weg befahren können. Ein Stück weiter. Jetzt wird es für uns interessant. Für uns, die wir am Steuerruder einer Segeljacht stehen und etwas sehen möchten. Jetzt kommt der Teil der Lagune, wo Sie ein großes Stück fahren können und wo Sie eine wunderschöne Lagunenlandschaft erleben. Das ist das Stück, das zu einem Muss gehört, wenn Sie an der nördlichen italienischen Adria Ihre Yacht liegen haben oder zu Besuch nach Venedig wollen. Wobei ich jetzt nicht in Venedig anfange. Fangen wir mit der kleineren Schwester von Venedig an, mit Chioggia. Chioggia liegt ganz im Süden der Lagune von Venedig. Ist durchaus ähnlich. Es gibt die Brücken, es gibt die Kanäle, es sieht ähnlich aus. Nur Chioggia hat Autoverkehr. Nicht überall, aber dort fahren die Autos tatsächlich durch die Stadt. Chioggia hat mehrere Marinas. Gleich wenn Sie die Einfahrt, und jede Einfahrt in die Lagune heißt Porto. Also Porto di Chioggia, Porto di Lido, Porto di Malamocco. Wir sind bei Porto di Chioggia. Wenn Sie in diese Einfahrt reinfahren heute, dann sehen Sie, wenn Sie vielleicht von früher her kennen, dass natürlich das Projekt Mose die Einfahrt schon verändert hat. Sie sehen geänderte Wellenbrecher, größere Wellenbrecher. Sie sehen auf der Seekarte die Seetrennungsgebiete, die davor herrschen und die Sie möglichst im rechten Winkel eben zu kreuzen haben, wenn. Sie sehen, dass es tief genug ist, denn hier fahren Seeschiffe rein. Und Sie sehen, dass wenn Sie reingefahren sind, gleich in der Lagune, gleich links, auch schon die ersten beiden Marinas erleben. Aber da sind Sie nicht in Chioggia, da sind Sie im Seebad, nämlich in Sotto Marina. Sotto Marina ist das Seebad von Chioggia. Dort können Sie 500 Meter weiter aus der Marina raus an den Strand gehen, können ein Bad nehmen dort, können im Wasser warten, können sich das Ganze ansehen. Es gibt natürlich dort auch lokale Lebensmittelgeschäfte und so weiter. Aber es ist nicht Chioggia, es ist ein neueres Seebad, 60er Jahre. Früher war diese Einfahrt stark befestigt. Besonders Österreich hat für sehr, sehr viele Geschützstellungen gesorgt. Es gab früher auch Forts in dieser Gegend, die es heute nicht mehr gibt. Die sind geschliffen. Aber in Sotto Marina steht noch eine Geschützstellung. Es gibt dort auch noch eine Festung, direkt bei der Einfahrt, auf der linken Seite. Man kann sich einen Eindruck davon verschaffen. Es ist noch ein bisschen was übrig. Man kann sich das anschauen. Mehr sieht man natürlich, wenn man jetzt rüberkommt nach Chioggia. Man kann direkt rübergehen. Man kann direkt diese Marina anfahren, den Sporting Club. Dann bin ich direkt in der Altstadt von Chioggia und kann zu Fuß in die Stadt gehen. Der erste Teil des Weges führt etwa 300 Meter an einer belebten Straße entlang. Der ist jetzt nicht so attraktiv, aber sobald ich dann links abbiege und über die Fußgängerbrücke, über den ersten Kanal komme, bin ich im Zentrum dieser Stadt, die eine sehr, sehr große Fischereiflotte besitzt, immer noch, die einen großen Fischmarkt hat morgens und die mit ihren Kirchen nicht ganz diesen Prunk hat, wie ich ihn in Venedig erlebe, denn Chioggia wurde mehrfach geplündert in der Vergangenheit und hat viele, viele Kunstschätze heute nicht mehr, die es früher sicherlich mal gab. Aber Chioggia ist eine imposante Stadt, Wasser, Kanäle, ja, Schiffe, Marinas, gute Lokale, Fisch überwiegend natürlich. Wer Fisch mag, der findet hier genug. Da braucht es gar keine einzelne Restaurantempfehlung. Und jetzt mache ich mich auf den Weg nach Norden. Jetzt will ich nach Venedig. Und wenn ich jetzt einen Fehler mache und auf das Meer rausfahre und auf dem Meer versuche, die Einfahrt Porto di Lido zu erreichen, dann mache ich den größten Fehler, den ich überhaupt nur machen kann. Viel schöner als die Fahrt über das offene Meer an einer nichtssagenden Küste entlang, ist es, den inneren Weg zu nehmen, den Litoranea Veneta weiterzufahren, an den beiden Haffinseln, hinter den beiden Haffinseln, entlang nach Norden. Die erste dieser Haffinseln ist Pellestrina, hier. Zur Versorgung gibt es hier Tankstellen, wer es braucht, natürlich.
Zur Versorgung gibt es hier gute Lokale. Das Celeste, hier gleich das erste, ist mit einer Terrasse über dem Kanal eine sehenswerte Destination. Sie können direkt dort anlegen. Da stehen Dalben im Wasser. Es wird Ihnen beim Anlegen auch geholfen bei dem Ganzen. Und Sie werden ganz vorzügliche Fischspeisen essen. Etwas weiter im Norden von Pellestrina finden Sie das Lokal Celeste. Dort ist es das gleiche Anlegemanöver. Auch hier sorgen Dalben dafür, dass Ihr Boot keinen Schaden nimmt, Ihre Yacht keinen Schaden nimmt. Sie sitzen dort allerdings im ersten Stock auf der Terrasse und haben einen herrlichen Blick raus auf die Lagune, auf die Einfahrt von Malamocco und über die ganze Lagune hinweg. Der Weg selber aber bietet noch viel mehr, als diese Karte hier Ihnen zu zeigen vermag. Gehen wir mal ein Stück weiter. Hier sehen Sie die Marina Mosella. Rechts davon gibt es eine weitere moderne Marina. Und Chioggia liegt im Hintergrund. Das, was ich hier zeige mit dem Laserpointer, ist Chioggia. Und diese vorhin genannte Marina Sporting Club befindet sich hier nördlich, im nördlichen Teil. Wir haben gleich noch ein besseres Bild. Da sehen wir das Ganze aus der Luft. Zack. Die Marina Mosella oben links. Okay, Wassertiefe ausreichend. Es gibt eine Menge Segelboote hier. Es gibt links davon von der Marina Mosella eine weitere Marina. Sie sehen hier die typischen Brücken, die über die Kanäle führen. Sie sehen ein Stück von der Innenstadt von Chioggia und Sie sehen die Marina Sporting Club aus der Luft. Sporting Club ist nicht die preiswerteste Marina. Wir haben für ein 48-Fuß-Boot etwa 140 Euro bezahlt für eine Nacht. Die anderen Marinas hier in Sotto Marina sind da etwas günstiger. Aber man liegt natürlich so, dass man fußläufig in die Stadt kommt und es tut schon manchmal gut, wenn man wieder mal ein bisschen Pflaster tritt. Nicht? Die ersten Schritte noch ein bisschen wankend vielleicht. Naja, je nachdem, in welchem Wetter, in welchem Seegang man von woher kommend unterwegs war. Ich schweife wieder ab. Und das muss ich auch, weil die Landschaft ist so stark von Flüssen und Kanälen und anderen Wasserwegen durchzogen, dass man nicht einfach an ihnen vorbeigehen kann. Und für den einen oder anderen ist es vielleicht eine zusätzlich wichtige Information, der über einen leistungsfähigen Tender verfügt oder der selbst Motorbootfahrer ist. Schauen Sie sich das an. Südlich von Chioggia führt ein Wasserweg von der Schleuse von Brondolo, eine der ganz großen Schleusen, direkt ins Hinterland. Sehr weit ins Hinterland. Bis zu den Colli Euganei. Früher war dieser Wasserweg sehr, sehr häufig in Gebrauch und wurde ganz, ganz stark genutzt. Und man sieht auch noch Relikte an diesem Wasserweg links und rechts. Zum Beispiel hier auf diesem Bild, vielleicht nicht ganz so gut erkennbar, weil es war schon Abend, als wir das erreichten. Hier liegt ein Schleppverband mit einem kleinen Schlepperchen und drei Schuten. Damit wurde früher Baumaterial transportiert, überwiegend. Hier sind wir schon in der Nähe der Colli Euganei bei der Abendsonne. Die Übersicht über das ganze Gebiet zeigt Ihnen, dass man mit dem Boot rings um die Colli Euganei fahren kann. Mit was für einem Boot? Überwiegend sind dort Ruder- und Kanuvereine zu Hause. Wenn ich ein kleines Boot habe mit einem Außenbordmotor, ein offenes Schlauchboot beispielsweise, könnte ich natürlich auch ein ganz großes Stück hier befahren. Wie heißen die Orte? Battaglia Terme zum Beispiel, Monselice, ein wunderschöner Ort. Letztlich komme ich bis Padua. Ich muss nicht mal ganz drum fahren, ich muss nur in die andere Richtung gehen. Nur der Kanal ist klein. Früher hat man Bauholz dort geschwemmt. Da wurde eine Schleuse in Padua geöffnet und diese Welle, die dann von Padua aus hier nach Battaglia Terme führte, diese Woge, die nahm das Bauholz mit auf dem Kanal. Also für Paddler, für Kanuten, ein wunderschönes Gebiet, ein großes Gebiet rund um die Colli Euganei. Sie sehen auf der nächsten Folie ein paar Bilder. Die eine hohe Schleuse, die Schleuse von Battaglia mit 7 Meter Hub, das ist schon ganz bedeutend, 7 Meter in der Gegend dort. Sie sehen Battaglia Terme mit dem Kanal, der durchführt, jetzt oberhalb der Schleuse. Die Schleuse führt hinunter zu dem Kanal von Chioggia, von dem wir gerade kamen, von Brondolo. Der Kanal im Betrieb, man sieht es, es gibt diese Zeichen, die Schifffahrtszeichen, es gibt sogar eine Ampel.
Und Sie sehen rechts unten dann ein Bild, wie es vor 70 Jahren noch üblich war, den Kanal zu nutzen. Aber trotzdem, die Eisenbahn hat sehr, sehr schnell dem Warentransport auf diesen kleinen Kanälen den Garaus bereitet. Zurück zur Küste und zurück zu diesem Kanalweg. Lassen Sie mich noch mal darauf kommen. Sie sehen auf dem kleinen Bild hier das Restaurant Celeste mit der Terrasse direkt über dem Kanal, von der ich vorher gesprochen habe. Sie sehen weiter oben ein Seezeichen, ob Sie es glauben oder nicht. Es ist ein Dalben. An diesen Dalben hängt ein roter Fetzen von diesem Bauzaun, von diesem italienischen. Da haben Sie bestimmt schon gesehen, dieser rot-orange durchlöcherte Bauzaun. Wenn Sie so etwas sehen, dann müssen Sie davon ausgehen, dass die Wassertiefe dort an diesen Dalben etwas eingeschränkt ist und Sie sollten auf die andere Seite des Kanals wechseln und vorsichtig sein. Aber überwiegend hat dieser Weg hier 3 Meter und mehr, dieser Wasserweg, den ich hier zeige, 3 Meter und mehr Wassertiefe, 3,50 Meter. Hier wird es ganz tief, die Einfahrt Porto Malamocco und geht dann hier an der Insel Lido weiter nach Norden. Es gab vor 200 Jahren, dann mal eine große Sturmflut. Da wären die Inseln dann beinahe verschwunden. Und deswegen hat der Doge damals dafür gesorgt, dass diese Murazzi gebaut wurden, die Mauern, die heute diese Haffinseln davor schützen, dass sie das Meer einfach wegspült. Das hier ist die Einfahrt Malamocco. Auf der Karte sieht man, obwohl das jetzt Open Seamap ist und Open Seamap also noch etwas zurückhängt natürlich, aber sie sind relativ präzise im Laguneninnern, was die Seekarten nicht sind. Also Open Seamap ist hier ein bisschen besser und man sieht hier die Dalbenreihen, die hier entlang führen. Sehen Sie? Hier, ich zeige es Ihnen mit dem Lasercursor. Es geht die ganze Küste entlang, wird hier der Weg gezeigt, geht dann hier rüber und führt dann hier wieder weiter. So, das hier ist die Einfahrt Malamocco, die Sie hier sehen mit den 3 Bildern. Aber wie sieht das wirklich aus, wenn man den Kanalweg wählt? So sieht es aus. Fast den ganzen Weg entlang haben Sie die Häuser, die bunt bemalt sind und die sich bei gutem Wetter im Wasser spiegeln. Davor liegen die Fischerboote und hier und da zeigt sich dann auch ein Restaurant. Tankstellen gibt es auch, also Versorgungsmöglichkeiten genug. Nur auf Pellestrina keinen Yachthafen. Fahren Sie ein Stückchen weiter, erreichen Sie die Haffinsel Lido, die man hier sieht, mit Malamocco ganz im Süden von dem Ganzen. Fahren Sie da um die Ecke rum und Sie erleben bereits die erste Marina, die es dort gibt. Und weiter nördlich dann, in der Lagune, sehen Sie dann die kleine Marina Venmar. Wir haben nachher noch ein Bild, ich zeige Ihnen das. Also so ist dann der Lagunenweg in der Annäherung dann an Venedig selbst, das hier am Horizont auftaucht. Auf der Lagunenkarte sind dann im Detail wieder die Wasserwege mit den Pfahlreihen gezeigt. Hier jetzt weniger, da müssen wir schon genau hinschauen. Aber wir haben nachher ein Bild, ein Muster von der Lagunenkarte extra gemacht für Sie, damit Sie sehen, wie die Pfahlreihen durch die ganze Lagune von Venedig führen. Denn die Wasserfläche selbst der Lagune von Venedig sieht aus wie ein See. Sie können nicht nur wie auf dem Bodensee da kreuz und quer fahren. Das ist gar nicht möglich. Denn die Baräne, diese Salzwiesen, sind nur 30 cm tief. Also mit 30 cm Wasser da drauf kommt man nicht sehr weit. Und deswegen muss man innerhalb der Dalbenreihen bleiben. Die Baräne haben aber eine ganz wichtige Funktion. Ebbe und Flut, die zur Strömung in der Lagune führen, das Wasser hineindrücken und das Wasser rausziehen, ziehen natürlich alles, was in der Lagune so unterwegs ist, und da ist genug unterwegs, weil ganz Venedig hat keine Kläranlage, durch diese Salzwiesen. Das ist schon immer, schon seit Jahrhunderten, die Kläranlage von Venedig. So sieht es jetzt aus auf der Lagunenkarte. Da ist wirklich jede Dalbenstraße hier gezeigt, mit den Dalben auf beiden Seiten. Und wo nur eine Dalbenreihe ist, wie hier beispielsweise, da orientiert man sich nach der Nummerierung, schaut, auf welcher Seite die Nummer angebracht ist und fährt dann auf dieser Seite, es ist die richtige. So, wir sind auf dem Weg hier hoch, hier entlang, innen, an der Insel Lido.
Und wenn man hier an der Insel Lido hochfährt, da gibt es hier unten die kleine Marina Ven Mar. Es ist keine sehr große Marina. Üblicherweise ist es eine kleine Werft, die ein Hafenbecken betreibt, keine sanitären Einrichtungen hat. Aber wenn ich hier diese Marina anlaufe und von dort aus den Bus nehme, dann komme ich ins Zentrum des Lidos, zu dieser Prachtstraße. Und die Busfahrkarte, die kaufe ich schräg gegenüber. Da gibt es ein Tabaki, dort werden die Busfahrkarten verkauft. Ich sehe gerade ein Zeichen. Ich werde unterbrochen. Bitte sehr. Herr Lengling, und zwar kommt immer wieder auch die Frage auf, kann man denn jetzt in dem Bereich irgendwo auch ankern? Also ich selber habe da schon geankert, aber vielleicht könnten Sie uns da dazu noch was sagen. Also in dem Bereich beispielsweise zwischen Georgia und Venedig. Und Venedig, zwischen Georgia genau. Und Venedig. Mhm. Gut, danke. Das Ankern ist ein Thema in der Lagune von Venedig, das eigentlich verboten ist. Nicht? Ein altes Gesetz verbietet das Ankern, und zwar aus folgendem Grund. Vor vielen Jahren fiel ein Anker auf die einzige Wasserleitung, die Venedig versorgte, beschädigte diese Wasserleitung. Sie konnte auch nicht mehr repariert werden. Sie musste erneuert werden. Es musste wirklich eine neue Wasserleitung nach Venedig gebaut werden. Und das nahm man zum Anlass, für die gesamte Lagune von Venedig ein Ankerverbot auszusprechen. Nun wird natürlich in Italien alles nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Nicht? Die Gesetze werden in Rom gemacht und in Berlin befolgt, sagen die Italiener. Okay, es gibt ein paar Ecken, wo Sie sehen, dass einheimische Boote ankern. Zum Beispiel gerade auf diesem Seekartenausschnitt hier, wo dieser Wasserweg auf die Insel Lido trifft, ein Stückchen weiter südlich, das haben wir jetzt leider nicht hier fotografiert vorhin. An dieser Ecke, ich gehe mal zurück, vielleicht sehen wir es da, leider auch nicht. Okay, an dieser Ecke jedenfalls wird gerne geankert. Dort sehen Sie immer italienische Yachten ankern. Ich selber habe auch schon geankert, das gebe ich zu. Wir haben Brotzeit gemacht und geankert. Ja. Hat sich niemand daran gestört, war im Süden. In der Nähe von Venedig würde ich auf gar keinen Fall ankern. Ja. Ankern ist, wie gesagt, verboten. Ist genauso verboten, an den Dalben, die die Wasserstraßen markieren, festzumachen. Auch das ist nicht erlaubt, das ist ein Seezeichen, klar. Und so robust, wie die oft aussehen, sind die im Laufe der Jahre gar nicht, nicht? Da mal ordentlich sich angelehnt und das Ding bewegt sich, ja, oder fällt einem sogar aufs Boot. Marina Ven Mar, der linke Dalben, zwischen zwei Dalben haben wir angelegt, so wie es üblich ist, und dann rückwärts ran eben an die Mole und plötzlich neigt sich der linke Dalben und fällt uns aufs Vorschiff. Er hat keinen Schaden angerichtet, er war einfach morsch geworden. Das passiert im Laufe der Zeit, das passiert fast in jeder Marina. Das ist uns auch in Porto Baselege passiert, dass die ausgetauscht werden mussten nach einiger Zeit. Jedenfalls nicht an den markierenden Dalben anlegen, nur an den Dalben, die wirklich an den Lokalen sind und die Liegeplätze hier markieren, und eigentlich nicht ankern. Aber es ist Italien, ne? Man ist nicht so heiß, wie man kocht. Okay, gut, Sie sehen, dass die Wasserstraße geht hier weiter. Bis hierher in etwa werden Sie wenig Verkehr haben. Werden Sie wenig anderen Booten und Fahrzeugen begegnen? Wenn, dann sind es ein paar Jugendliche, die mit ihren schnellen, offenen, hölzernen Motorbooten da durchzischen. Bis 40 PS in Italien Führerschein frei mit dem Ganzen. Es wird auch weitlich genutzt. Ab und zu ein Wassertaxi, ab und zu auch ein kleines Vaporetto, das die Verbindung aufrechterhält. Mehr läuft dort nicht. Aber jetzt beginnt es. Je näher Sie Lido selbst, dem Ort Lido selber kommen, desto hektischer wird es auf dem Wasser. Vaporetti, Fähren, Wassertaxen, private Boote, alles löst sich ab und sorgt für ordentlich viel Verkehr. Wir sind nämlich jetzt in der Nähe von Venedig. Wir fahren jetzt hier einmal rum, hinter dem Canale Giudecca, auf der Insel Giudecca. Und was Sie hier sehen auf dieser Folie, gleich nachher sehen Sie noch mehr von Venedig und auch die Begegnungen, die man da haben kann, ist das berühmte Hotel Cipriani. Und Sie sehen, dass dort die Pfähle zum Anlegen sehr schön markiert sind. Nicht überall sind sie so schön weiß-blau gemalt wie dort. Wenn Sie dort anlegen, dort zum Essen gehen, gehen Sie davon aus, dass Sie einen prallen Geldbeutel oder eine dicke Kreditkarte benötigen. Nicht? Sie kommen
bei einer Übernachtung hier, ich glaube, der Preis lag bei über 300 Euro für eine Übernachtung, nicht weg. Eines der Luxushotels, die es hier gibt. Es gibt noch mehr in Venedig, aber das hier ist das berühmte Hotel Cipriani. Haben Sie bestimmt schon gehört? Wenn nicht, dann heute. Bin ich zurückgegangen, wir müssen nach vorne. So fährt man um Giudecca rum. Giudecca befindet sich, also der Canale Giudecca, trennt den Markusplatz quasi von der Insel oder den Inseln gegenüber. Ja, und hinter Giudecca, das ist die Insel eben gegenüber des Markusplatzes, fahren wir jetzt den Kanal hoch in den hinteren Teil, in den Hafen für die Kreuzfahrtschiffe. Die liegen dort in diesem Hafen und fahren heute immer noch durch den Kanal Giudecca am Markusplatz vorbei. Wir werden es nachher gleich sehen. Hier sind wir am Markusplatz. Das Gewimmel an Booten ist hier auf dem Bild überschaubar. In Wirklichkeit geht es hier zu wie im Hexenkessel. Glauben Sie es mir. Wer dorthin fährt, ist gut beraten, sehr stark aufzupassen, das einmal zu machen, mit der eigenen Yacht vor den Markusplatz zu fahren und dann eine beschauliche Marina aufzusuchen und den Rest von Venedig mit dem Vaporetto, mit dem Linienbus. Zwar sind wir mit Genehmigung der Behörden, mit Motorbooten durch den Canal Grande gefahren, das war schon viele Jahre her, ist heute bestimmt nicht mehr möglich. Ich glaube nicht, dass ich heute noch die Genehmigung erhalten würde dafür. Die historischen Zentren der Inseln Venedig, Murano und Burano sind für Sportboote gesperrt und nur für einheimische Boote nutzbar. Damit sind die ganzen kleinen Kanäle genannt und natürlich auch, auf Murano gibt es ihn genauso, den Canal Grande wie in Venedig selbst. Auch dort. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze aus der Luft aussieht. Hier sieht man ein bisschen mehr. Man sieht Venedig, man sieht La Certosa als große Insel im Vordergrund. Rechts davon Le Vignole, der ehemalige Weinberg des Dogen. Da gibt es Lokale auf dieser Insel, kann man anlaufen, kann davor liegen. Muss fürs Übernachten auch nichts zahlen, im Gegensatz zu La Certosa, wo ich natürlich in einer guten Marina zu Hause bin und eine gute Anbindung durch Vaporetti oder das Motorboot der Marina habe, um nach Venedig hinüberzukommen. Aber schauen Sie, wo ich jetzt mit dem Laserpointer hingehe. Das ist das Segelverein von Venedig. Der Teil von Venedig hier nennt sich St. Elena. Dort lagen wir immer am günstigsten. Die Wassertiefe ist dort nicht ganz so toll. Ja, aber 2,50 Meter im äußeren Bereich, das funktioniert noch. Links daneben sehen Sie noch einen kleinen Zipfel. Das ist die ganz moderne neue Marina St. Elena. 48 Fuß, eine Nacht 180 Euro. Ein halber Tag 90 Euro. Also morgens um 11 muss man die Marina verlassen haben, sonst zahlt man einen halben Tag mehr. Gut. Sie glaubt, Sie können es dort verlangen. Es ist natürlich auch was geboten mit Venedig, klar. Der Canale Giudecca, von dem ich vorhin gesprochen habe, der ist der hier. Sehen Sie, wo der Laserpointer hier entlang fährt. Und hier, das ist der Campanile von Venedig mit dem Markusplatz. Man kann also von diesen beiden Häfen aus und nur von diesen beiden Häfen, nur von Marina St. Elena oder vom Segelclub hier zu Fuß nach Venedig zum Markusplatz. Wenn man dann pflastermüde ist, mit dem Vaporetto zurückfahren. Man kann natürlich in San Giorgio Maggiore in den kleinen Yachthafen dort gehen, wenn es Platz gibt und wenn man angenommen wird. Und liegt dann genau gegenüber vom Markusplatz natürlich ein herrliches Panorama. Sucht man seine Ruhe, ein Lokal, braucht man vielleicht noch ein Hotel, nimmt noch Gäste mit oder finden sich Gäste ein, ist La Certosa empfehlenswert. Hier wird ein Lokal betrieben vom Yachthafen und ein Hotel. Ich finde aber auch ein reizendes Hotel hier drüben auf St. Elena, nämlich ein ehemaliges Kloster, wo ich morgens im Kreuzgang mein Frühstück serviert bekomme. Und wie bekomme ich Gäste nach Venedig? Die kommen angeflogen mit dem Flugzeug und ich hole sie mit dem Motorboot direkt am Flughafen ab. Ein Erlebnis, wenn man sowas mal durchführt. Man wird es nicht mehr vergessen. Okay. Die anderen Inseln, die hier sind, die Sie noch hier sehen, das hier ist die Friedhofsinsel,
Weiter rechts davon ist Murano, dann die Glasinsel. Noch weiter nördlich, also weiter rechts davon, findet sich dann Burano und Torcello. Reizende Inseln, Burano mit bunten Häuschen, bunten Fischerhäuschen. Hier markiert die Farbe das Eigentum am Kanal. Auf Torcello war früher mal ein großer Ort. Heute gibt es nur noch Ruinen und eine sehenswerte Basilika. Begegnungen in Venedig können auch so aussehen. Die machen keine Wellen. Es gibt keinen Wellenschlag. Die fahren entsprechend langsam. Aber was heißt schon langsam? Wenn der mit 7-8 Knoten hier fährt, dann ist das natürlich schon Bewegung. Und was passiert? Die Schiffe dieser Größenordnung beschädigen die Fundamente. Stellen Sie sich das folgendermaßen vor. Die ganzen Mauern, die ganzen Fundamente der Häuser, der Gebäude dort stehen auf Baumstämmen. Baumstämmen, die man in die Tiefe gerammt hat, senkrecht in die Tiefe, um da drauf dann dahinter aufzufüllen und da drauf das Fundament zu errichten. Und jetzt fährt also so ein Riese hier durch, der sichtlich keine Wellen macht, aber er erzeugt einen unglaublichen Sog. Und dieser Sog, der zieht jetzt das aufgeschüttete Material hinter diesen Bäumen, die er nicht dicht an dicht hier anschließen, sondern mit Abstand. Ja, es gibt überall Spalten zwischen den Baumstämmen, die da senkrecht in die Erde gerammt wurden. Und da wird das Material rausgesogen, sodass die Fundamente unterspült werden. Das ist die große Gefahr und deswegen hat Venedig ein Verbot erlassen, dass Kreuzfahrtschiffe einer bestimmten Größenordnung noch den Canale Giudecca, nämlich am Markusplatz vorbei, durchfahren können, was natürlich für die Passagiere ein Spektakel der ganz besonderen Art ist. Nur Rom hat gesagt, ihr dürft es schon verbieten, aber erst dann, wenn ihr eine Alternative anbietet. Und diese Alternative findet weiter südlich statt und wird gerade gebaut. Für die Fährschiffe ist sie schon in Betrieb. Es ist die Einfahrt von Malamocco. Ich komme aber dann über die Hinterstube nach Venedig. Ich umfahre Venedig, bin dann im gleichen Hafen wie heute, aber fahre nicht mehr am Markusplatz vorbei. Und das ist natürlich nicht mehr so reizvoll, wie es denn mal war oder vielleicht heute gerade noch zu genießen ist. Der Reiz ist weg, den ich dadurch habe. Es ist genauso wenig reizvoll über den von Österreich gebauten Kanal. Nichts jetzt gegen Österreich, um Gottes Willen. Nein, man wollte einfach nur die Stadt eben versorgen können. Und es ging um die Wasserleitung, die Eisenbahn, nicht Kanal, sondern diesen Damm, der von Mestre aus rüberführt nach Venedig. Über diesen Damm Venedig mit dem Auto anzufahren. Klar, da gibt es ein Parkhaus, da kann ich rein. Ja, und dann marschiere ich los. Ich komme über die Hinterstube nach Venedig. Venedig ist eine Stadt, die man über das Wasser erfährt, die man erleben muss. Und es ist ein Erlebnis, Porto di Lido anzulaufen, reinzufahren und mit der Yacht einmal vor dem Markusplatz gewesen zu sein. So empfängt diese Stadt eigentlich ihre Besucher schon seit Jahrhunderten. Wie sieht es heute aus, wenn man das anläuft von der Karte aus? Natürlich verwirrend auf den ersten Blick. Verwirrend ist die ganze Lagune auf den ersten Blick. Aber sortiert sich schon mit gutem Kartenmaterial, findet man sich gut zurecht. Das Projekt Mose, von dem Sie schon gehört haben, welches dafür sorgen soll, dass bei überwiegend Scirocco, also Wind aus Süden, wenn das Wasser die Adria hinaufgepresst wird, was zu Hochwasser in Venedig führt, Aqua Alta, gibt es dramatische Bilder, Touristen, die auf Stegen über den Markusplatz gehen und auch furchtbare Schäden, die angerichtet werden. Das soll künftig vermieden werden. Schon immer hat man versucht, da was zu machen. Schleusentore, die man ursprünglich machen wollte, haben sie nicht bewährt. Man hat dann letztlich diese Senkkästen dort installiert, die auf dem Grund der Einfahrt liegen, getrennt hier in diesem Fall von dieser künstlichen Insel. Und wenn sie dann mit Pressluft gefüllt werden, aufschwimmen, sich aufstellen, aufrichten und dafür sorgen, dass das Meer mit seiner Flut draußen bleibt. Nachdem viel Geld verschwunden ist und ein Bürgermeister, der sich ursprünglich gegen das Projekt Mose gewehrt hat und ein Teil des Stadtrats heute im Gefängnis sitzen, weil Millionenbeträge hier wieder, nicht zweckdienlich eingesetzt wurden, ist das Projekt Mose jetzt tatsächlich ein Erfolg, ist getestet worden im Ernstfall bereits, hat seinen Betrieb aufgenommen, mehr oder weniger, und dient dem Schutz der Lagune.
Die große Gefahr und Befürchtung, die man allerdings hat, ist die, dass man in Scirocco-Lagen, die sehr häufig sein werden, etwa 80 Tage im Jahr, diese Kläranlage von Venedig, nämlich den Wasseraustausch durch die Barrene, durch die Salzwiesen durch, nicht? Dass man das unterbricht und dass es zu lange unterbricht wird. Dass die Versandung in der Lagune fortschreitet und dass auch die Lagune anfangen wird zu stinken. Das ist die große Gefahr, die das Sperrwerk mit sich bringt. Und es gibt keinerlei Erfahrung natürlich, weil niemand hat bisher eine Sperre hier gehabt. Bisher gab es immer diesen stetigen Wasseraustausch, was auf Dauer passieren wird. Klar, dass Venedig geschützt wird, dass Venedig kein Hochwasser mehr bekommt, dass Venedig stetig absinkt, weil man in Mestre und Malamocco und diesen ganzen Industriestandorten, die es da gab, hier Gas der Erde entnommen hat, dadurch das Ganze einfach runtersinkt und absinkt, es aber früher schon diesen Effekt gab, dass sich die Lagune senkt von ihrem Boden her und einfach die, man merkt es bei den Häusern, dass einfach der Boden der Häuser, der Fußboden höher gehoben wurde, ein neuer Fußboden reinkam und noch ein Fußboden. Es gab also früher schon diese Effekte der absinkenden Erde, dass der deutlicher wird und dass es zu mehr Schwierigkeiten führt. Ist Venedig eine verlorene Stadt? Ich hoffe nicht. Es wäre viel zu schade. Es ist ein Baudenkmal sondersgleichen. Eine Stadt in einer solchen Wasserlandschaft, die man erleben kann, die man anlaufen kann, die man genießen kann, in der man sogar noch gute Lokale findet, vermehrt heute wieder, ja, gegen den Touristennet, den es früher gab. Also hier hat sich was verändert. Ich empfehle jeden von Ihnen, laufen Sie mit Ihrer Yacht Venedig an. Geben Sie sich Venedig. Machen Sie Ihren Frauen eine Freude. Fahren Sie hin. Bleiben Sie eine Nacht. Bleiben Sie nachts auf dem Markusplatz, wenn die Musik noch spielt. Bringen Sie ein Gläschen Prosecco dort, auch wenn es 15 Euro kostet. Genießen Sie die Atmosphäre. Und zur Musik können Sie auf dem Markusplatz nachts tanzen. Es sind nicht mehr viele Leute dort nachts. Okay. Man kann wieder nicht aus dieser Ecke rauskommen, um die bedeutenden Fluss- und Kanalfahrten zu zeigen, die von da aus möglich sind. Sie sind einfach viel zu schön und sie gehören mit zu diesem Vortrag. Kommen wir überhaupt zu einem Ende in diesem Vortrag, wenn wir so weitermachen? Wir haben jetzt 19.28 Uhr, wie ich sehe. Ja, wir kommen zu einem Ende. Es geht vorbei. Aber Venedig ist ein bedeutender Teil. Und zwei Möglichkeiten, Wasserwege zu erkunden, möchte ich erwähnen. Das eine ist die berühmte Riviera della Brenta, der Brenta-Kanal. Der früher schon von den Venezianern genutzt wurde, von reichen Familien, auf beiden Seiten des Kanals ihre Villen dort zu errichten, ihre Sommerhäuser und sich dorthin rudern zu lassen. Früher gab es keine Schleuse, die dorthin führte, sondern ein Schiffshebewerk im Kleinen, wo eben die geruderten Gondeln, Prachtgondeln dort über Rollen von Pferden hochgezogen wurden und dann den Brenta-Kanal bewegt wurden. Es ist nicht der Fluss Brenta, es ist der Brenta-Kanal. Er führt bis Padua. Bis Padua sind heute viele Hausboote unterwegs, auch private Boote. Wir haben den Weg auch gemacht. Man braucht viel Zeit dafür. Das Frustrierende an diesem Weg sind die vielen, vielen Brücken, die geöffnet werden müssen. Und da fahren eben zwei Italiener mit so einem kleinen Fiat neben ihnen her auf der Straße, fahren schön neben ihrem Boot her und machen ihnen Brücke für Brücke auf. Weit gefehlt. Die kommen an, die machen ihnen die Brücke auf und bevor sie durch sind, sind die auch schon wieder weg, sind ganz woanders, wohin sie gerufen worden sind. Sie fahren 300 Meter weiter und stehen an der nächsten Brücke und müssen wieder warten. Also braucht viel Zeit. Lohnt es sich? Die Villen zu besichtigen lohnt sich allemal. Mit dem Boot durch dieses Schleusenhaus von Straat zu fahren, dieses braun-orange Gebäude, das hier steht, ist eine Besonderheit, wenn denn die Aufbauten es zulassen bei dem Ganzen. Die älteste Schleuse von Europa steht hier in Fusina. Sie ist auch entsprechend klein. Aber es gibt Ausflugsboote. Sie sehen hier unten ein Hausboot. Diese Größenordnung marschiert hier einwandfrei durch. Also bis 15 Meter geht das schon. Aber viel stressfreier und schneller kommen Sie voran, wenn Sie den Weg auf der
den Kanal begleitenden Straße mit dem Auto machen. Also wenn Sie irgendwann mal in der Nähe von Venedig sind und noch was Besonderes sehen wollten, schauen Sie sich diese Straße an, die von Fusina aus nach Padua führt. Sie kommen an allen Villen vorbei, Sie sehen alles. Mit dem Schiff ist es natürlich eine Besonderheit, wie immer, wir lieben ja das Bootfahren. Es kann allerdings frustrierend sein, im Gegensatz zur nächsten Flussfahrt. Das ist der Fluss Sile. Er führt bis Treviso. Treviso in Italien bekannt für den Radicchio, der dort auch auf den Grill gelegt wird. Nun denn, ich habe zwei Schleusen, wenn ich von Venedig her komme. Ich fahre zwischen Burano und Torcello durch, fahre den Kanalweg, gehe bei Porte Grandi durch die Schleuse und fahre dann den Fluss Sile flussauf. Hab überall Anleger, wo ich kostenlos liegen kann, entweder bei Lokalen oder in Orten. Komm vor Treviso wieder an eine Schleuse, die geöffnet wird, und dann bin ich mitten in Treviso und kann mir das alte Treviso ansehen. Sehenswert, wirklich sehr schön. Möchte ich mir das nicht antun, gehe ich vor in eine Marina bei Cassier, Nautica Biondi. Es wird ein Tor geöffnet, ein Sperrtor, das Hafenbecken der Marina zum Fluss hin trennt wegen Hochwassers und dafür sorgt, dass eben das Hafenbecken geschützt ist. Dort kann ich mein Boot, dort liegt mein Boot dann geschützt, da kommt niemand anderer hin. In Treviso ist es offen, da kann jeder hinmarschieren zum Boot. Da braucht es halt auch ein bisschen Vertrauen, ob man das Risiko eingeht, das Boot so offen liegen zu lassen. Wie dem auch sei, ich kann auch geschützt in die Marina gehen und kann mir dann Treviso anschauen mit dem Taxi, mit dem Bus, mit dem Fahrrad, wie immer ich es mache. Der Weg selber ist malerisch. Sie sehen hier in dem kleinen Bild die Schleuse von Porte Grandi. Sie sehen hier eine sich öffnende Brücke. Es gibt Brückenkonstruktionen, die gehen als Zahnstange, also eine Zahnstange, auf der ist eine Fußgängerbrücke und die ganze Zahnstange wird über die Hauptstraße gekurbelt. Der ganze Verkehr muss stehen bleiben, weil die ganze Brückenkonstruktion sich über die Straße schiebt. Also malerische Konstruktion, sehenswert. Sile, eine der schönsten Flussfahrten, die man an der Adria machen kann. So, wir verlassen jetzt die Lagune von Venedig, fahren auf dem Meer weiter nach Norden, kommen wieder an Gebieten vorbei mit Fischzuchtanlagen, müssen eben darauf achten, sind nach 12 Kilometern bereits dann in der Marina in der Einfahrt des Flusses Sile oder Piave Vecchia genannt. Warum? Weil diese Flussmündung früher eigentlich die Flussmündung des Flusses Piave war. Hier ist der Ort, der nördlich von dieser Einfahrt liegt, also hier rechts oder an Steuerbord Jesolo. Aber das Seebad von Jesolo. Auf der linken Seite ist es Cavallino. Also, dicht beieinander, aber zwei unterschiedliche Ortschaften. Hier gibt es 5 Marinas. Also wirklich, eine riesige Marina mit Hubschrauber, Landeplatz und allem. Tankstellen, alle Versorgungsmöglichkeiten, die Sie brauchen. Hier liegen Sie sicher und gut. Und die Tiefe der Einfahrt ist auch tief genug. Fahre ich innen mit dem Motorboot gibt es den Weg des Litoranea Veneta, dieses Zollwegs. Es muss dabei eine Brücke geöffnet werden, eine Klappbrücke, die nicht immer geöffnet wird, die merkwürdige Öffnungszeiten hat. Möchte ich mir diesen Stress nehmen und habe nicht mehr als einen Meter Tiefgang, fahre ich diesen gelben Umweg, den Sie hier sehen, den ich hier eingezeichnet habe. Innen an der Lagune entlang windet sich der Weg, führt hier an einem Lokal vorbei, das über einen Stichkanal erreichbar ist, das auch ein Hotel betreibt, geht dann hier weiter, hat hier ein flaches Stück mit vielleicht knapp über einen Meter nur und ich erreiche hier den alten Kanalweg wieder, gehe hier durch die Schleuse durch und bin auf dem Fluss Sile, der für ein kurzes Stück den Litoranea Veneta darstellt, für ein kurzes Stück den Unterlauf des Flusses Sile. Wie sieht jetzt das im Detail aus? Laufe ich Cavallino oder Jesolo an, Porto Piave Vecchia, dann habe ich als Landmarke diesen nicht zu übersehenden riesigen Leuchtturm, dahinter heute eine Radarstation, das ist sehr oft zu sehen auf diesem dünneren Mast.
Ich sehe hier die Hafenanlagen auf dem Bild. Es sind einladende Marinas mit allem Service, den es gibt, ob sie einen Defekt an der Maschine haben, ob sie Benzin brauchen, ob sie Diesel nachbunkern müssen, ob sie essen gehen wollen, ob sie sich das antun wollen, das Seebad Jesolo anzusehen. Sie können es tun. Das eigentliche Jesolo erreichen Sie wieder auf den Weg, der innen weiterführt, innen. Denn hier müssen Sie den Fluss Sihle ein Stück hochfahren, kommen dann in das historische Jesolo. Viel ist nicht mehr übrig. Wir haben zwei Kriege genug angerichtet, es ist viel neu gemacht worden. Muss dann unter Brücken und durch eine Schleuse durch und erreiche hier bei Corte Lazzo dann wieder eine Einfahrt. Corte Lazzo, etwa der gleiche Seeweg, nicht, den ich vorher hatte, so 10 Kilometer, wäre eine weitere Einfahrt, etwa mit knapp über 2 Metern für die eine oder andere Yacht durchaus noch erreichbar. Ich kann hier einlaufen, gleich links befindet sich eine Yacht, ein Stück weiter auf der linken Seite auch noch eine. Fahre ich den Fluss weiter hoch, den ich hier habe, eben den Fluss Piave, komme ich an ein Lokal mit Anleger, wo ich nichts bezahlen muss, wenn ich dort liege und wenn ich dort essen gehe. Dort gibt es auch noch eine Schwimmbrücke über den Fluss Piave, nicht die einzige, viel weiter oben gibt es noch mal eine, also eine Pontonbrücke, die für Schiffe, wenn sie durch wollen, geöffnet wird. Das ist ein Riesenaufwand, muss ich einmal angesehen haben, da kommen die ganz schön ins Schwitzen. Es geht dann auf dem Meer weiter, ich kann wieder aufs Meer raus, fahre hier am Marie Claire Club vorbei, dem einzigen Yachthafen hier an der nördlichen Adria, der keine Verbindung zum Lagunenweg hat. Keine Verbindung zu den Kanälen, zu den Flüssen im Innern. Von einem Club betrieben, früher keine Gäste aufnahm, heute sehr wohl. Wassertief in der Einfahrt, hier 2 Meter bei dem Ganzen. Also ist nicht für jede Segeljacht geeignet oder knapp über 2 Meter. Man muss anrufen, feuern, muss sich durchfragen. Fahre ich innen als Motorboot durch, gehe ich hier durch eine Hochwasserschleuse, fahre hier den Kanal entlang, Litteranea Veneta, haben wir heute schon ein paar Mal gehört, ist der Seeweg, der uns eben hinter der Küste weiter verfolgt. Die Piave Mündung ist unten im Foto gezeigt. Sehen Sie, hier ist die Marina von Corte Lazzo, weiter vorne ist eine weitere Marina. Also auch hier könnte ich eine gewisse Versorgung finden. Die Marinas sind einfacher, nicht mehr so groß und protzig wie in der Piave Vecchia. Ein Stückchen weiter. Ich fahre jetzt weiter nach Norden und erreiche nach etwa so 12 Kilometern, 14 Kilometern, dann Porto Santa Margherita, die Marina Quattro. Eine der ganz großen Marinas an der nördlichen Adria. Kein Problem, von der Wassertiefe hier einzulaufen. Das heißt, bei Grundsee bleibt noch genug unterm Kiel. Sie laufen ein, sie gehen entweder links in die alte Marina, also in die Marina Quattro, die es schon länger gibt, die ist nicht so alt, die es schon länger gibt, oder sie fahren direkt nach Caorle. Nehmen Sie den Weg der Fischer. Fahren Sie durch die Einfahrt rein, achten Sie drauf, hier gibt es eine Fähre, die fährt die beiden Seiten an und pendelt. Hier hat Wegerecht, man muss sie durchlassen. Fahren Sie danach hier rechts in den Canale Orologio. Fahren Sie ein Stück weiter und auf der rechten Seite tut sich dann die Marina Orologio auf. Sehr gastfreundlich und fast im Zentrum von Caorle. Sie gehen zu Fuß nach Caorle und schauen sich diesen herrlichen, reizenden Ort an, der ganz anders ist als die anderen Orte, die man so sieht. Schon der Campanile ist anders. Er ist nicht dem Campanile von Venedig nachempfunden, wie sonst alle Kopien dieses Campaniles bis weit runter im kroatischen Teil hier. Ganz Istrien hat diese Kopien des Campanile. Nein, hier haben wir, der Spitze eines Bleistifts ähnelnd, einen runden Kirchturm, der etwas schräg in der Landschaft steht und spitz ist. Die kleine Kirche Sant'Angelo am Meer direkt, hinter einem hohen Damm, der hier aufgerichtet wurde aus Steinen, befindet sich der Leuchtturm im Kirchturm der Insel, der Kirche Sant'Angelo. Also hier kann man zu Fuß etwas machen, man kann sich Caorle anschauen, das ist ein reizvolles Ziel. Klar, dass am Abend natürlich man nicht alleine ist und nicht alleine bleibt.
Alle Lokale sind gut besucht, es ist viel Volk unterwegs, auch in den kleinen Gässchen. Trotzdem ist es malerisch, das Ganze mal sich anzusehen. Und schöner als die moderne Marina Santa Margherita auf der anderen Seite des Flusses. Natürlich, weil ich hier Flair habe. Der Wasserweg im Innern der Litoranea Veneta verfolgt uns natürlich auch hierher, führt hier hinten durch, geht an Lokalen vorbei, wo es Anleger gibt und ich da kostenlos über Nacht bleiben kann, wenn ich dort esse und sogar Strom bekomme hier in diesem Fall. Und dann natürlich auch Caorle erreiche, durch Caorle durchfahre, Porto Orologio liegen lasse, unter einer kleinen Drehbrücke durchfahre, die geöffnet wird, auf Anruf, auf Telefonat, zu festen Zeiten, die an der Brücke stehen und ausgeschildert sind. Dann fahre ich einen Kanal weiter und ein kleiner Stichkanal führt mich dann in die Lagune von Caorle. Kann ich das auch mit dem Segelschiff in die Lagune? Nein. Die Einfahrt Porto Falconera, die also hochtrabend Porto genannt wird, lässt es gerade mal zu, dass die Fischer hier durchwitschen können. Wandernde Sandbänke verhindern, dass man es einlaufen kann. Es ist keine Möglichkeit für eine Segeljacht dort einzulaufen. Mit einem Meter Tiefgang haben sie dort schon Probleme. Je nach Wasserstand natürlich. Aber tun sie es nicht mit der Segeljacht. Obwohl man hier drin natürlich in diesen historischen, redgedeckten Hütten gute Lokale findet. Auch Anlegestege, alles viel zu flach. Alles viel zu flach, mit dem Motorboot gerade noch erreichbar, um es anschauen und genießen zu können, auch die da folgende Lagunenlandschaft. Wichtig ist noch die Information, dass vor Caorle, hier von mir eingezeichnet, in der Seekarte natürlich präzise vermerkt, ein Taucherpark angelegt worden ist. Man hat hier Schiffe gefunden, Transportschiffe aus römischer Zeit, hat das Ganze ein bisschen angereichert, einen Taucherpark geschaffen, der besucht werden kann, aber nur über den Tauchverein von Caorle, also nur in Begleitung. Das Gebiet ist mit gelben Baken gesperrt. Sie müssen da drum rumfahren. Er streckt sich weit. Der Park ist sehr groß. Er wird unterhalten, ist zu besuchen. Also für Taucher interessant, eine interessante Destination, die man hier an der Sandadria gar nicht suchen würde. Aber es gibt sie. Ein paar Bilder sieht man hier unten noch, das ist die Einfahrt hier Santa Margherita und das ist Caorle, der Fischerhafen. Die Fischer fahren den gleichen Kanal Orologio und biegen dann hier rein und fahren direkt ins Zentrum von Caorle. Und früher wurde der Fisch dort ausgeladen, über die Straße transportiert und in der Auktionshalle, die es heute nicht mehr gibt, direkt versteigert. Leider durfte man als Tourist dort nicht der Versteigerung beiwohnen. Das war eine Sache, das wollten die unter sich haben. Die Gebote werden dem Auktionator ins Ohr geflüstert und er vergibt so dann den Auftrag. Okay, ist man als Gast nur für eine Stunde hier drin oder zwei Stunden, wird man von der Marina Orologio in den Fischerhafen verwiesen und muss sich dort durchfragen, ob man eine Stunde liegen bleiben darf. Die Zauberformel heißt solo per mangiare, nur zum Essen. Dafür hat jeder Italiener Verständnis. Auf dem Weg, den ich vorher gezeigt habe von diesem Litoranea Veneta, den wir immer wieder erwähnen, erlebt man dann das. Das ist Brian, das ist das Lokal Dalmer Cantin in Brian mit der Steganlage, wo ich also hier liegen kann und nichts dafür bezahlen muss, wenn ich dort zum Essen gehe. Ein Stück rechts davon befindet sich dann eine nicht mehr nutzbare Schleuse mit einem Doppelwehr, stammt aus österreichischer Zeit, ist ein bedeutendes Bauwerk, wurde früher betrieben. Das Haus des Schleusenwärters gibt es noch, der Schleusenwärter lebt schon lange nicht mehr und die Schleuse wird nur noch im Notfall geöffnet. Sie dient überwiegend zum Verhindern von Hochwasserschäden. Wie sieht das Ganze im Luftbild aus? Luftbild ist natürlich immer so eine Sache, nicht? Man bewegt sich da in der Luft, versucht ein Bild zu machen, dann stimmt die Jahreszeit vielleicht, die Tageszeit vielleicht nicht ganz so richtig, um ein scharfes Bild zu kriegen. Und näher will der Pilot einfach nicht ran, weil er nicht darf. Sie sehen hier hinten, wenn man genau hinschaut, die Einfahrt Porto Santa Margherita. Und wenn man jetzt ganz genau hinschaut, nicht? Man sieht den Kanal nicht, aber man sieht hier die Darsena Orologio. Sehen Sie, und hier, das ist die Altstadt von Caorle. Sie gehen also hier durch den Ort durch. Darsena Orologio wäre die Destination, die ich Ihnen empfehle. Fahren Sie nicht in diese Bucht. Denn wir haben hier überall Badestrände. Und die Badestrände sind geschützt mit einer Kette von roten Bojen.
die im Abstand von 300 oder mehr Metern draußen liegen. Hier liegen die roten Bojen sehr weit draußen, weil diese Bucht, die Sie hier sehen, total versandet ist, wandernde Sandbänke hat und diese Einfahrt Porto Falconera ja, eine sehr gefährliche darstellt. Also zumindest für Yachten mit einem Tiefgang von mehr als einem Meter wird es zum Desaster. Wir haben mehrfach Boote hier schon runtergezogen von den Sandbänken und wieder zurück in die Lagune geschickt, die tiefer ist als diese Bucht. Auch hier gibt es natürlich eine Kanalfahrt, die besprochen werden muss, denn früher haben die Fischer von Caorle nicht auf dem Meer gefischt. Überhaupt wurde früher, noch bevor die Motoren kamen, die die Fischerboote antrieben, wenig auf dem Meer gefischt. Es wurden schlicht und einfach Lagunenteile gesperrt, die Netze dort durchgezogen nach einiger Zeit und man hatte die Fische, die man brauchte, verlud die dann auf ihre Kähne und hat die Kähne dann 20 Kilometer ins Hinterland getreidelt auf den Fischmarkt von Porto Guaro. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen bei dieser Hitze, was es bedeutet, da einen Kahn, auch wenn er nur Ruderkahngröße hat, dorthin zu treideln. Auf dem Kanalweg, der zum Teil auch Fluss Lemene ist, wo die Strömung auch noch dagegen steht. Nicht? Vielleicht hat man ein Pferd zu Hilfe gehabt hier oder vielleicht waren es mehrere Männer, die das gezogen haben. Aber es muss schon ganz schön knackig gewesen sein. Wir haben die Fahrt nach Porto Guaro gemacht. Sie führt vorbei an Concordia Sagittaria, die Lateiner. Concordia Sagittaria. Eine Pfeilfabrik aus römischer Zeit. Es gibt dort ein Museum aus römischer Zeit, das anzuschauen ist. Und Sie sehen auf diesen beiden Bildern hier diese redgedeckten Fischerhütten, die früher bewohnt waren, heute aber nur noch am Wochenende oder für Geräte zuständig sind. Neue Hütten dürfen eigentlich nicht mehr gebaut werden. Das steht, steht unter Ensembleschutz. Und das ist der Weg jetzt nach Porto Guaro. Porto Guaro ist malerisch. Sie werden nachher gleich ein paar Bilder sehen von Porto Guaro. Die Brücken öffnen, die haben feste Zeiten, Telefonnummern und es gibt eine hafenähnliche Anlage hier am Fluss Lemene in Porto Guaro. Ich muss da ein paar Meter gehen, bis ich in die Stadt reinkomme und die sieht dann so aus. Man sieht jetzt hier links die Bögen nicht, die Arkaden nicht, unter denen man links die Straße entlang geht, vor bis zum Marktplatz. Man sieht auf diesem Bild hier das Rathaus mit den giebelinischen Zinnen und man sieht hier unten dicht am Fischmarkt, also fast bis hierher wurden die Boote getreidelt, dicht am Fischmarkt hier diese Mühle mit den zwei laufenden Wasserrädern, die hier noch steht. Der Fischmarkt mit der kleinen Kapelle ja, existiert heute noch und man kann mit dem Motorboot Porto Guaro anlaufen. Eine sehenswerte Fahrt, sie ist nur ganz besonders. In meinen Büchern beschrieben, erwähnt und mit Koordinaten versehen, nicht sehr einfach den Einstieg zu finden, aber möglich. Wir fahren weiter. Wir lassen Porto Falconera hinter uns, halten deutlich Abstand. Porto Baselige, lange genug unser Heimathafen, spricht in der Homepage von einer Wassertiefe von 2,50 Meter. Ja, toll. Ich setze an, ich fahre rein und dann knirscht es auch schon. Also wir sind nicht letztes, aber im Jahr davor mit 1,70 Meter Tiefgang, mit 1,60 Meter Tiefgang bei Porto Baselige ausgelaufen. Ja, war tief genug bis zum letzten Dalben auf der Steuerbordseite. Wir hatten 1,60 Meter und dort zeigte das Echolot 1,70 Meter an. Und das war bei Hochwasser, wir haben uns extra versichert, weil ich ja die Gegend kenne, dass wir nur bei diesem Meter mehr das tatsächlich schaffen, hier durchzukommen. Wir lagen nämlich hier bei diesem Lokal, bei Masarac, Masarac Mare. Berühmt, bekannt, berüchtigt, weil wenn Sie dort anlegen, den großzügigen Anleger dort benutzen, der geboten wird, werden Sie unterhalten auf der Piste von landenden Kleinflugzeugen. Immer wieder interessant zu sehen, was da so alles ankommt. Man sieht, das Ankommen hat ein bisschen Hafenkino, wenn man auf dem Damm steht, wie die Leute da anlegen und wieder ablegen. Daneben ist ein Slip, dort wird kräftig geslippt, die Italiener laufend, ihre Gomone ins Wasser, aus dem Wasser raus und die besten Calamari Fritti, die ich jemals an der Adria gegessen habe, hier bei Masarac. Das Ganze hat die Ähnlichkeit mit einem Biergarten in Deutschland.
Es ist ein großer Tumult am Abend, man muss sich anmelden, man steht dann auf einer Warteliste und es wird einem Tisch dann zugewiesen, wenn der Andrang zu groß ist. Aber es lohnt sich, dorthin zu gehen. Gute Destination. Komme ich dort mit dem Segelschiff hin? 2,50 Meter, sagt Porto Baselege. Ich würde es nicht wagen. Bis zu 2 Meter vielleicht bei Hochwasser. Würde dann allerdings im Hafen bleiben und schauen, dass ich eine Verbindung bekomme, die es gibt, rüber zu Masarac. Es fahren genügend rüber aus dem Hafen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass Rudi, der Wirt, sie mit seinem Motorboot abholt, wenn man anruft. Der Litoranea Veneta geht wieder hier hinten weiter, nicht? Während wir hier auf dem Meer unterwegs sind. Und jetzt kommt diese Ecke. Hier war früher eine Geschützstellung zum Üben für das italienische Militär. Und hier liegt vor dem Badestrand, wunderschön, offensichtlich ein Teil nicht explodierter Munition. Und fairerweise hat man das dann auf der Seekarte eingezeichnet und den Teil zum Ankern gesperrt. Wichtige Information in der Ecke. Ich fahre schon lange dort, ich fahre schon immer dort. Ich kenne mich aus, da ist nichts. Von wegen, es gibt Details, die einen manchmal wundern lassen. Zumindest ging es mir so. Ich denke, ich bin hier nicht alleine. Ich setze natürlich voraus, dass Sie immer gut auf die Karten schauen und sich informieren, bevor Sie losfahren. Ich tue es ja jetzt auch. Seit längerem. So, Trattoria Masarac, von der ich da gesprochen habe. Man sieht auch ein bisschen das Flugfeld hier hinten, war nur ein Acker. Ich bin von hier aus mit einem motorisierten Drachen geflogen, mit Schubpropeller, ist toll. Man sitzt dann über dem Piloten, damit der Schwerpunkt nicht so stark sich verlagert. Die kleinen Bollerrädern und diese holprige Piste, ne, der Start geht ganz schnell. Keine 40 Meter, man ist schon in der Luft. Okay, man hat natürlich eine tolle Aussicht. Man schaut nach oben und sieht, dass man eigentlich nur an einem Bolzen hängt. Der Pilot mit einem Bügel und durch Gewichtsverlagerung hier steuert. Ja, also der eine Bolzen trägt die ganze Verantwortung. Toll, er kann die Verantwortung an niemand anderen mehr abgeben. Ja, und dann kam die Landung. Ging gut, sonst wäre ich ja heute nicht da. Hat gut funktioniert, war ein wirklich toller Flug. Andere flogen dann auch noch mit aus unserer Gruppe, die dort war. Und wir hatten einen Heidenspaß. Man muss die Landschaft auch mal von oben gesehen haben. Es ist wunderschön. Von heute werden von diesem Punkt aus Hubschrauberflüge angeboten bis zur Lagune von Venedig. Ist bestimmt auch ganz gut, sicherlich nicht ganz preiswert. Der Hubschrauber verbraucht ein bisschen mehr Sprit als dieser Flugdrachen, mit dem ich da unterwegs war. Lokal Masarac wird angekündigt am Kanal eben mit diesem Schild. Diese berühmten Calamari Fritti, unser Heimathafen hier Porto Baselege. Wenn ich ganz genau hinschaue, dann liegt unser Boot hier. Auf dem Bild zumindest. Okay. Wir fahren weiter und kommen dann zur Mündung des Tagliamento. Dort liegt die Marina Uno. Tagliamento, Sie haben gesehen, das Problem Sand, das wir ganz am Anfang besprochen haben, wo diese Yacht da aufgelaufen war und diese Bergeversuche dort, das fand in der Tagliamento-Mündung statt oder neben der Tagliamento-Mündung. Wenn Sie außerhalb der Saison diese Flüsse anlaufen und die kleinen Häfen, da müssen Sie wirklich sehr vorsichtig sein, da würde ich wirklich nur die großen Einfahrten nutzen. In der Saison werden die freigehalten, achten Sie darauf, dass Sie bei Hochwasser anlaufen, dann kommen Sie da auch mit dem Segelschiff rein, mit der Segeljacht rein. 2,50 Meter sind vielleicht die Grenze, mit der Sie dort dann konfrontiert sind. Der Faro Punta Tagliamento, der Leuchtturm, der die Landmarke abgibt, liegt etwas weiter südlich dieser Einfahrt. Er ist schon von Weitem und gut zu sehen. Und Sie sehen dann auch die beiden Barken, die die Einfahrt markieren. Immer wenn es mehrere Barken sind, spricht man von einer Dama. Es sind mehrere, die zeigen immer an, dass sich ein Fahrwasser hier teilt. Und eine Barkenreihe führt Sie dann in den Tagliamento rein. Wenn wir jetzt zum Ankern kommen, dann wird toleriert, dass man hier in einem relativ noch, in einem, bei relativer Flusstiefe, dass man hier noch ankern kann. Hier wird es toleriert. Sonst im Fluss wird kein Ankern toleriert. Ja, Sie bekommen nicht nur den Hinweis darauf, dass Sie es nicht dürfen, sondern es gibt sogar kostenpflichtige Beteiligungen. Gut, die Marina Uno selber, Sie sehen hier, wie die Lage der Marina auf dem Bild des Tagliamento, die Mündung des Tagliamento, Marina Uno. Ich fahre ein Stück weiter hoch.
Der Fluss selber ist tief genug auch für Segelschiffe. Wenn Sie die Einfahrt passiert haben, dann haben Sie da kein Problem mehr. Ristorante Willi hat einen großen, kräftigen, sehr stabilen Anleger, macht tolle Gerichte direkt auf Holz. Es wird direkt auf Holz gegrillt, im Grill. Also tolle Küche, kann ich sehr empfehlen. Ein Stück weiter oben kommt die Marina Porto Verde, die sehen wir nachher ein bisschen deutlicher. Noch ein Stück weiter oben ist eine aufgelassene Marina gewesen. Dort sind heute schwimmende Mobile Homes verankert. Also Hausboote, die keinen eigenen Antrieb haben, die nur auf dem Wasser liegen und die man mieten kann, genauso wie ein Appartement an Land. Sie sehen hier ein kleines Stück des Litoraneo Veneto. Der Kanal kommt hier an, geht hier durch eine Schleuse durch unter einer kleinen Brücke, 3,50 Meter Höhe und dort auch dann auf den Fluss Tagliamento. Weil die Marina Punta Verde so schön liegt und auch die Gegend reizvoll ist und es hier einen schönen großen Golfplatz gibt, sei sie noch gezeigt und kurz erwähnt. Achten Sie auf den Hafen, Sie sehen keine Masten. In der Marina Uno, weiter unten sieht man noch Segelschiffe, hier oben nicht mehr. Ein Stück weiter erkläre ich jetzt nochmal diesen berühmten Kanal Litoraneo Veneto, der uns dann auf dem weiteren Weg, der hier angedeutet wird, links oben, in die Lagune von Marano führt. Lignano wird Ihnen mehr sagen als die Lagune von Marano. Die Conca, die Bevassana Destra, also die Schleuse auf der rechten Seite des Flusses. Angaben bei Flüssen wird immer in Flussrichtung gemacht. Also das hier ist die Conca, die Bevassana, das ist der Ort, heißt Bevassana hier. Bevassana Destra ist hier. Diese Schleuse muss ich durch. Sie hat die Aufgabe, das Umland vor Hochwasser des Tagliamentos zu schützen. Ich fahre dann ein Stück den Fluss hoch und gehe hier durch diese sehenswerte Schleusenanlage der Conca, die Bevassana Sinistra, durch. Und hier stoße ich dann schon auf ein Bauwerk modernerer Art mit 4 Meter Brückenhöhe, geht es hier über den Kanal. Die Brücke, die hier noch in der Schleuse gezeigt wird, die öffnet, allerdings nur tagsüber, aus Sicherheitsgründen bleibt sie nachts geschlossen. Also wer abends hier zurückfährt, einen schönen Ausflug gemacht hat, bei Dunkelheit hier durch möchte, der muss mit einer 1,50 Meter hohen Brücke rechnen, die ihn da bremsen wird an dieser Stelle. So, es geht nicht nur innen weiter, es geht natürlich auch außen weiter. Wenn ich weiterfahre, dann komme ich zur Einfahrt Porto Lignano. Sagt Ihnen sicherlich was? Lignano ist ein Gebiet mit riesigen Marinas, mit Tausenden von Booten, die dort liegen. Und mit einer etwas dramatischen Vergangenheit der Abrilia Marittima. Sie sehen also hier die Einfahrt in die Lagune, den Kanalweg, ein Stück den Litoraneo Veneto hier wieder und hier den Kanal, der in die Abrilia Marittima führt. Die Abrilia Marittima besteht aus 3 großen Marinas, die tief in der Lagune liegt, eigentlich einen riesigen Schutz dadurch bietet, glaubt man, ein Tornado reicht auch dort hinein. Ist aber nicht passiert. Ein Riesenschutz hier bietet, gut liegt, einen weiten Weg durch die Lagune hat, wenn man aufs Meer raus möchte. Das war besonders schlimm dann, oder war besonders schlimm dann vor ein paar Jahren, als die Grünen auch in Italien verhindert haben, dass die Kanäle ausgebaggert werden durften. Und dieser Kanalweg hier, die Marina Abrilia Marittima, vor große Probleme stellte. Der versandete nämlich. Der versandete so stark, dass die Yachten nur noch bei Hochwasser auslaufen konnten und wäre sicherlich der Ruin der Marina gewesen, wenn man nicht versucht hätte, hinter das Geheimnis zu kommen, warum man denn nicht ausbaggern darf. Angeblich war der ganze Grund der Lagune mit Schwermetall belastet, was dazu führte, dass natürlich die Entsorgung des Lagunengrunds Riesenprobleme darstellte, zumindest theoretisch. Und sich Firmen, die das gemacht haben, mit wahnsinnigen Geldmitteln der EU vermutlich, über Rom kommend, erst aufmachten, hier etwas zu tun. Und die Grünen das dann komplett verboten haben, dass das bewegt wird, weil es ist ja so gefährlich, dieses Zeug.
Untersuchungen vor 4 Jahren ergaben dann, dass es nichts anderes als Schlamm und Sand war. Ganz normaler, natürlicher Schlamm- und Sandgrund, dass die viele Jahre lang über den Löffel barbiert wurden dort, dass unheimliche Summen ausgegeben wurden, auf verbrecherische Art und Weise eingenommen. Es gab das Problem gar nicht. Heute füllt man diesen Sand, den man den Kanälen entnimmt, mit künstlichen Inseln einfach auf, beseitigt ihn. Die Strömungen sorgen dann dafür, dass er irgendwann wieder zurückkommt, dann wird er wieder ausgebaggert, der Kreislauf geht weiter. Also heute ist das Problem nicht mehr gegeben und die Zufahrt zur Aprilia Marittima ist sicher und gut. Selbst bei Niedrigwasser komme ich heute hier durch. Die Aprilia Marittima bietet Ihnen alles, was Sie brauchen für Ihre Yacht. Jede Hilfe, die Werft, die Tankstelle, der Kran, den Takel zum Takeln, alles. Eine Trockenmarina, das Boot liegt draußen an Land, an einer Steganlage, die Sie erreichen können, wo Sie an Bord gehen können, von Bord gehen können, wo das Boot für Sie reingehoben wird ins Wasser, wenn Sie fahren möchten, Sie brauchen nur anrufen, wieder zurückgehoben wird an Land, dort gut steht, Sie nicht so viel investieren müssen in den Unterwasseranstrich, wenn Sie nur das betreiben. Es gibt viele Möglichkeiten. Dort in dem. Aber es gibt natürlich auch hier im alten Lignano, was heißt schon altes Lignano? Lignano ist eine neu gebaute Stadt. Aber immerhin wurde sie zu einer Zeit gebaut, in der man noch glaubte, dass Wasserflugzeuge die Verkehrsverbindungen darstellen werden, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass es mal große Landflugzeuge geben wird. Also hat man in Lignano einen Wasserflughafen gebaut. Dann festgestellt, dass man ihn nicht mehr braucht. Das ist heute die zentrale Marina im Landesinnern. Heute überspannt von einer Straßenbrücke und als Wasserflughafen nicht mehr zu nutzen. Aber das war der Ursprung dieses großen Hafenbeckens. Und es gibt natürlich noch die Marina Punta Faro, die neuere Marina, die außen dran liegt. Ich sage ja, tausende von Booten, tausende von Yachten liegen dort. Es gibt einen großen Gebrauchtmarkt für Boote dort. Es gibt jede Versorgung, jede Schraube, die Sie brauchen. Es gibt für alles einen Service. Es gibt aber auch noch den namengebenden Ort. Die Lagune ist die Lagune von Marano. Ja, wo ist denn nun dieses Marano? Es liegt ganz woanders, nämlich tief hier drin. Hier liegt Marano Lagunare. Hier drin der Lagune am Festland. Ist ein Fischerstädtchen, ganz hervorragend renoviert und hergerichtet. Hat auch eine Marina, man kann hinfahren, man kann dort schön Fisch essen. Es gibt dort Festivitäten, die man genießen kann und eine Besonderheit, die ich gleich zeige. Hier sieht man jetzt im Luftbild die Einfahrt nach Lignano in die Lagune von Marano. Man sieht hier den ehemaligen Wasserflughafen, der mit der Straßenbrücke überbaut ist, die Marina Punta Faro, die hier liegt, Werften, alles sehr modern. Das Hafenbecken hier hinten ist nur für Einheimische, zählt also nicht in unserer Betrachtung, nur für Solo per Residente. Wir nutzen hier den Hafen, wir nutzen hier die Marina oder wir fahren durch die Lagune und kommen dann in die Aprilia Marittima. Ein Stück weiter dann, wenn ich in die Lagune reinfahre, komme ich nach Marano Lagunare. Ich habe es vorhin schon genannt, da gibt es noch einen Turm aus der römischen Zeit. Und es gibt einen sagenhaften Fisch, der dort gefangen wurde. Ein Fisch, der uns oft täuscht. Ich habe eine Haiflosse gesehen. Dicht vor Venedig. War der Hai schnell oder war gemütlich am Schwimmen? Man fährt wahrscheinlich nicht so dicht hin, man sieht einfach nur eine Dreiecksflosse. Oft genug ist es ein Mondfisch. Aber ein Mondfisch dieser Größe, hier so präpariert zu sehen wie hier in Marano, der als Zufallsfang da mal ins Netz ging vor Lignano und dann nach Marano gebracht wurde und dort ausgestopft wurde, ist eine Sehenswürdigkeit, mit der man selten konfrontiert wird. Es gibt dort einen Fischmarkt, neben dem Fischmarkt sehen Sie dann den Fisch ausgestellt dort. Sie sehen den Turm aus römischer Zeit, es gibt ein paar Fischlokale, es gibt eine große Fischerflotte, es gibt die Fischerfeste, alles ist beflaggt und Sie kriegen da Calamari Fritti und alles Mögliche an Fischzeug bis zum Abwinken. Ist sehr gesellig, sehr gut, gehen Sie hin, schauen sich Marano Lagunare an, fahren Sie mit der Yacht hin, es gibt eine Porto Maran, eine Marina dort. Es gibt natürlich noch mehr dort zu sehen, die Einfahrt von Lignano mit dieser Seebrücke, die es hier gibt, mit diesem Steg, der weit
rausführt in die Einfahrt rein und den roten Leuchtturm. Er hat war vor kurzem erst zerstört, wurde wieder aufgebaut. Marina Punta Faro mit diesen angedeuteten Säulen wird hier gezeigt. Der Komplex Marina Aprilia, Komplex von der Aprilia Maritima, ist hier nur zum Teil abgebildet aus der Luft. Hier rechts fehlt noch die Trockenmarina, noch ein Teil, der hier noch liegt. Und ich habe Ihnen etwas unterschlagen, nämlich, wenn Sie in der Lagune in der Nähe der Aprilia Maritima hier nach Norden fahren, abbiegen, kommen Sie im Fluss Stella. Es ist ein sehr schöner Fluss, eine sehr schöne Flusslandschaft. Dort gibt es eine Marina, nämlich die Marina Stella, liegt hier. Selbst Segler schaffen es hier rein, obwohl die Flussmündung in die Lagune das Problem aufweist, das jeder Fluss aufweist, der in die Lagune stößt. Die Fließgeschwindigkeit wird verlangsamt, dadurch setzen sich Sedimente ab und bilden eine Versandung. Die muss eben geräumt werden und dann komme ich dorthin. Gegenüber der Marina Stella liegt das berühmte Lokal Alfiume Stella. Das nächste Bild zeigt uns noch ein bisschen mehr von der Marina. Schauen Sie, das ist der Fluss. Hier hinten ist die Lagune. Hier in Windungen zieht er hoch. Hier, das ist angezeigt. Auch die Geschwindigkeit ist auf 12 Stundenkilometer reduziert. Das hier ist das Ristorante Alfiume Stella. Die Anleger dort haben sogar eine Stromversorgung. Ob sie noch funktioniert, wage ich jetzt nicht zu behaupten. Diese Dinge, wenn sie nicht genutzt werden, die verrotten ziemlich schnell. Vielleicht sind sie noch in Ordnung. Ich weiß es nicht. Ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr in der Marina Stella. Und das ist das Ende eigentlich für uns Motorbootfahrer, fast genauso wie natürlich auch für die besegelten Kollegen. Die Flussfahrt in Brečeniko an dieser Fußgängerbrücke. Links ist ein Anleger. Hier schwimmt ein Steg, an dem ich anlegen kann. Die Mauer ist hoch. Mit dem entsprechenden Schiff habe ich da kein Problem, die Höhe zu überwinden. Es gibt mehrere Lokale hier im Ort. Es lohnt sich, dorthin zu fahren. Es ist malerisch alleine, auch auf der Flussfahrt. Man glaubt es gar nicht, dass man in der Hochsaison hier an der belebten Adria ist. Wir fahren ein Stück weiter über Lignano hinaus, nach Norden, den Bogen, den die Adria jetzt hier bildet, auf dem Weg rüber nach Grado, vielleicht können Sie sich das vorstellen, gibt es dann noch diese Einfahrt und die ist bedeutend. Denn es ist die Einfahrt Porto Buzo. Sie ebnet der Seeschifffahrt den Weg nach San Giorgio Nogaro. Das ist ein Hafen für Seeschiffe. Auf dem Weg dorthin gibt es allerdings drei Marinas, berühmte Marinas, auch eine Tankstelle. Wenn ich hier reinfahre nach links, komme ich nach Lignano, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Fahre ich nach rechts hier innen, bin ich auf dem Litoraneo Veneto wieder unterwegs, nach Grado. Gehe ich hier an das Inselchen ran, an den Anleger dort, darf ich nicht mehr haben als 1,50 Meter, um da ranzukommen bei dem kleinen Stichkanal, habe ich eines der sehenswertesten Lokale, das ich hier besuchen kann. Mit ein paar Besonderheiten natürlich. Habe ich jetzt ein Schiff mit einem größeren Tiefgang, dann ankere ich außerhalb der Dalbenreihe hier, nördlich der Dalbenreihe. Ist es tief genug, mit 4 bis 5 Metern, wirklich tief genug, um auch für eine Segeljacht hier den Anker zu werfen? Nur tun Sie es nicht, wenn eine Bora in Italien, Bura in Kroatien, wenn eine Bora angekündigt ist, denn der Anker hält nicht. Wir lagen dort mit dieser 48 Fuß Motorjacht, Turmaufbauten natürlich, hatten einen wirklich tollen Anker, Kette, alles gegeben. In der Nacht kam eine Bora und hat uns um 40 Meter versetzt in Richtung Einfahrt. Hätte ich das morgens nicht sehr früh bemerkt bei dem Ganzen, 2 Stunden weiter, hätte der Anker wahrscheinlich gar nicht mehr gegriffen, denn wir wären in einer der tiefsten Einfahrten gelangt, die es hier gibt, Porto Buzo für Seeschiffe mit 8 Metern, hätte nicht mehr gehalten, wäre quer über die Einfahrt getrieben und hier fahren Seeschiffe. Also ich möchte jetzt gar nicht drüber nachdenken, was hätte passieren können, wenn ich nicht morgens um 4 aufgestanden wäre. Ja, manchmal ist es gut, wenn man ein Glas Wein mehr trinkt, dass man dann entsorgt recht früh. Okay, Porto Buzo, die kleine Insel Anfora, der Wirt dort
Also es ist ein Stimmungsbild am Abend. Am Abend ist man dann ziemlich alleine. Es bleiben vielleicht zwei, drei andere Boote dort. Die Besucher, die tagsüber kommen, dem Lokal hier oben, auf dem Bild und auf dem Bild anlegen. Mit dem Beiboot kommt man da auch leicht rüber, gar kein Thema mit allem. Man kann essen dort bis etwa 17 Uhr. Am Abend geht der Wirt, wenn er will. Dann fährt er zurück nach Grado, stellt einem noch eine Flasche Wein hin und verlässt einen. Wenn er nicht will, wenn er die Stimmung gut findet und auch seine Gäste mag, bleibt er. Gibt zwar nichts mehr zum Essen, zum Trinken noch genug bei der ganzen Geschichte und irgendwann jede Menge italienische Lieder. Schön ist es. Wenn man dann aber ein bisschen mehr Geschichte erfährt, dann muss man dran denken, darf ich nochmal zurückgehen? Bitte, lassen Sie mich nochmal zurückgehen. Dass hier früher die Grenze zwischen Österreich und Italien durchging. Hier. Auf beiden Seiten gibt es Grenzstationen noch aus alter Zeit. Hier drüben auf der ehemals italienischen Seite verfällt sie, genauso wie hier. Hier ist sie wieder renoviert worden. Und es fand natürlich ein misstrauisches Beäugen damals statt. Sie wissen ja, Erster Weltkrieg, da gab es hier furchtbare Schlachten. Der Großvater vom Wirt fiel auf österreichischer Seite als Italiener im Krieg gegen Italien. Natürlich schon ein herbes Schicksal. Ein Stück weiter, wenn man ein Stück weiter jetzt den Weg Richtung Grado innen fährt, gibt es noch ein weiteres Lokal, keine 500 Meter entfernt, das Ai Fiori di Tapo. Dort sieht man, wie früher Fische gefangen wurden, eben nicht auf dem Meer, sondern dort wird einfach ein Lagunenteil gesperrt. Ja, die Fische, die im Frühjahr da reinkommen und klein sind, fressen sich dort dick und fett und groß und werden im Herbst dann geerntet, werden da rausgeholt und kommen dann auf den Markt. Der Anleger ist tief genug, den es dort gibt. Sie können auch mit der Segeljacht mit 2 Metern dort anlegen. Kein Thema, er ist sehr schön gemacht. Was gibt es zum Essen? Ich empfehle Ihnen einen schönen Rombo, ein herrliches Fleisch, einen Steinbutt. Genug Fleisch hier für, naja, 4 Personen. Zu zweit hatten dann schön zu kämpfen. Bei Ai Chiodi haben wir vor Jahren, das andere Lokal, also auf der kleinen Insel Anfora, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe, vor Jahren mit unseren Freunden aus England etwas gegessen, was sie ihr Leben lang nicht mehr vergessen werden. Wir bekamen das Besteck serviert, Messer, Gabel, ein Holzbrettchen und einen Hammer. Es gab Spaghetti mit Krabben, mit Taschenkrebsen. Wir mussten also mit dem Hammer den Krebs aufschlagen, um an sein Fleisch zu kommen. Das war natürlich eine Sensation, ja, mit den Spaghetti und dem Krebsfleisch und dem Hammer da zu werkeln. Man vergisst sowas natürlich nicht, das ist klar, das ist eine wunderschöne Geschichte. Okay? Einzig tiefe Einfahrt, Santa Maria, die Einfahrt nochmal zurück bitte, jawohl, San Giorgio di Nurago. Hier komme ich auch rein, wenn es draußen tobt. Die Einfahrt ist 8 Meter tief. Sie ist gut gekennzeichnet, schon von Weitem auf dem Meer durch ein Seezeichen. Eine der sichersten Einfahrten, die es gibt. Sicherer als die jetzt auf unserem Weg weiterkommende Einfahrt von Grado. Ist zwar auch nicht schlecht, aber die sicherere ist die eben Porto Buzo. So, wir nehmen den Weg jetzt nach Grado, wenn man hier vor dieser Küste ankert und badet und man zieht den Anker wieder zurück, feststellt, dass man auf Seegras geankert hat, was man eigentlich nicht sollte, weil man reißt immer büschelweise das Zeug raus. Bei dem Ganzen ist alles furchtbar dreckig, schwarzer Schlamm kommt mit hoch. Ist es weiter bei Lignano und weiter im Süden weniger gegeben, nicht gegeben. Aber jetzt beginnen diese Seegrasküste, die sich noch weiter hinzieht, bis in den Golfo di Panzano vor Monfalcone. Also hier, Grado angelaufen, sieht man schon von Weitem die Pfahlreihen, die aufs Meer rausführen und die Einfahrt markieren. Das ist auch gut in der Seekarte dargestellt, wird auch gut auf dem Plotter gezeigt, gar kein Problem. Einer der malerischsten Wege allerdings wird Ihnen entgehen, wenn Sie mit der Segeljacht hier entlang fahren, wieder nur mit dem Motorboot. Und wieder nur mit einem Tiefgang, wir haben es geschafft, bei Hochwasser mit 1,60 Meter hier durchzukommen, zu erleben, ist die Fahrt hier innen. Nicht, weil der Kanal so schön ist, sondern weil hier Inselchen kommen,
Inselchen mit Fischerhütten drauf, die so malerisch liegen, so wunderschön aussehen, ja, so romantisch, so ein romantisches Bild hier vermitteln, dass man eigentlich diesen Teil gesehen haben muss. Wie kann ich den Teil trotzdem sehen, auch wenn ich den Kanal nicht fahren kann? Ich fahre in Grado rein, fahre nicht zur Stadt Grado und zu den Marinas, sondern nehme den Weg links, fahre links den Kanalweg, er ist ausreichend mit über 3 Meter tief, komme an ein paar Inselchen vorbei, denn hier bin ich auf dem Weg nach Aquileia. Und in Aquileia liegt der eine oder andere Segler, gibt es die eine oder andere Segeljacht. Die Marina, die Aquileia, ist bekannt, weil da oben gibt es noch eine Bootswerft von berühmten Segelbooten. Die müssen also hier rauskommen, das geht. Natürlich ist die Natissa, der Fluss, der hier wieder in die Lagune führt, mit der gleichen Heimtücke bewaffnet wie jeder Fluss, der in die Lagune kommt. Nicht? Der verlangt sein Tempo, er setzt Sediment ab, das kann hier flach werden. Ich muss also, wenn ich dorthin möchte, wenn ich nach Aquileia möchte, was wirklich sehenswert ist, der Dom dort, die Ausgrabungen aus römischer Zeit, die Marina weniger, obwohl sich das Lokal sehr viel Mühe gibt. Maria macht einen sehr verschlafenen Eindruck dort. Mein Eindruck jetzt, mein persönlicher. Ruhe ist ja manchmal auch eine schöne Sache, kann man ja auch genießen. Um Aquileia zu sehen, sollte ich dorthin laufen. Auf dem Weg dorthin komme ich an der einen oder anderen kleinen Insel vorbei und kann mir dann vorstellen, wie schön das ist, wie schön die Lagunenwelt hier ist. Ich kriege einen tiefen und guten Eindruck. Fahre ich rechts rum hier nach der Einfahrt, komme ich natürlich zu den vielen Marinas, die mir Grado bietet und zur Versorgung, die Grado hier aufwenden kann. Und was Grado noch hat, eine bezaubernde Altstadt, viele gute Lokale und nicht nur die Altstadt. Es gibt eine moderne Prachtstraße mit ganz tollen Läden. Wie das natürlich jetzt nach der Pandemie aussieht, mag ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Wird sich ehrlich auch wie bei uns dort einiges ändern. Dennoch, Grado ist ein Zentrum. Grado sich anzuschauen ist für mich ein Muss. Oft genug sind wir nur für ein Wochenende, wo wir in Italien waren, am Freitagabend nach dem Geschäft runter nach Porto Baselige, Mitternacht am Boot und am nächsten Morgen ausgelaufen nach Grado, eine Nacht in Grado, am nächsten Tag zurück und dann wieder nach Hause. War wie ein Urlaub, ein Genuss. Was gibt es noch in Grado, was gibt es noch zu sehen? Fährt man unter der Brücke durch, die morgens um 9 durch einen Herrn namens Malusa geöffnet wird. Es gibt eine Telefonnummer, in den Büchern, hier findet man die Details dazu. Mit der Segeljacht jetzt wieder weniger, wegen des Tiefgangs, kommt man zu einer Klosterinsel, die nennt sich Barbana. Es führen aber auch öffentliche Verkehrsmittel dorthin, also es fährt ein Motorboot hin, man kann dorthin. Natürlich ist die Klosterinsel sehenswert. Nicht so sehr die Basilika und so, sondern auch die ganze Anlage dort. Und es gibt auch ein kleines Lokal dort. Es lohnt sich also für einen Ausflug, wenn man aus dem Ort raus möchte und ein bisschen Lagunenluft schnuppern will. Okay, gehen wir auf das nächste Bild. Hier wird ein bisschen mehr gezeigt von Grado. Der Stadthafen oben links teilt sich wie ein Y. Achten Sie auf das Bild hier runter. Nicht? Sie kommen also hier an, fahren hier durch diesen Kanal durch, links und rechts von Fischerbooten gesäumt, kommt Ihnen ein Fischkutter entgegen, nicht in Panik geraten. Die können ganz gut mit ihren Fahrzeugen umgehen, halt einfach eine Möglichkeit suchen, an sich vorbeifahren zu lassen. Es ist dann im Ernstfall dann doch breiter, als man denkt. Und dann in diesem Y am Ende links abbiegen. Hier, das sind die Gasthäfen der Lega Navale. Gehen Sie in den rechten Hafenteil, der ist für die Fischer reserviert, kann es sein, dass die Polizei Sie dezent darauf hinweist, dass Sie hier nicht liegen dürfen. Also hier sind die Liegeplätze der Lega Navale. Das ist mit der günstigste Liegeplatz, der dort geboten wird in Grado. Gehen Sie in die Marinas, von denen es natürlich reichliche und schöne gibt. Zum Beispiel hier Porto San Vito, gleich nach der Einfahrt rechts an Steuerbord. Hier gehen Sie an den Schwimmsteg. Sie tun sich leichter. Durch Ebbe und Flut kann die Mole sehr hoch sein, wenn Sie zurückkommen vom Essen. Oder gehen Sie in die Marina San Marco, die extra hier auf der Seite, auf der Lagunenseite, hier Plätze für Katamarane anbietet. Ja, die eine besondere Breite brauchen und
Die Marina San Marco geht darauf ein. Sie liegt vor der großen Brücke, die sich hier über die Lagune spannt, hat ein gutes Restaurant, bietet eine Tankstelle dort und durch die Werft auch einen Service. Wir fahren ein Stück weiter und kommen jetzt hier, wenn wir hier weiterfahren, lassen Sie mich nochmal zurückgehen, Entschuldigung, ich muss nochmal ein Stück zurück. Lassen Sie mich mal hierher gehen. Sie sehen, dass ich hier wieder ein Straßenschild eingefügt habe. Hier ist eine riesige Sandbank, die sich vor Grado erstreckt. Nicht nur, dass wir es hier mit einem verkrauteten Grund zu tun haben, hier später dann nicht mehr so sehr, sondern wir haben es auch hier mit einer sehr, sehr flachen Zone zu tun. Weit draußen sehen Sie die Seezeichen, die Sie bitte beachten müssen, die Ihnen zeigen, wie weit der Abstand ist, den Sie halten müssen. Sie werden ganz verwundert feststellen, dass mitten im Meer hier Menschen stehen, höchstens bis zum Knie im Wasser und Muscheln sammeln. Vongole für den Abend. Eine riesige Sandbank liegt vor Grado. Achten Sie auf die Seekarte, die Seezeichen, bleiben Sie draußen. Es gibt allerdings eine Zufahrt hier unten durch diese Sandbank durch. Das ist Porto Primero. Es gibt hier einen Yachthafen, Porto Primero, am Ende von Grado eigentlich. Vor der zweiten Brücke, einer festen Brücke mit 4 Meter Höhe, die hier über die Lagune führt und dann weiterführt nach Monfalcone, die Straße jedenfalls. Hier ist eine Einfahrt in die Lagune. Sie kommen mit der Segeljacht nicht weit, die Brücke verhindert das, aber Sie haben hier eine schöne Marina, einen tollen Golfplatz und wenn Sie möchten, können Sie hier in diesem Resort, das war früher ein Campingplatz, seit dieser nicht mehr vorhanden, seit der letzten Saison nicht mehr. Alte Camper mussten ihren Wohnwagen abbauen, mussten abziehen. Überall sind heute Mobile Homes aufgestellt, feste Häuschen, die vermietet werden. Nennt sich heute Resort Primera, ist kein Campingplatz mehr, aber die Marina, die gibt es nach wie vor noch. Tja, und ein Stück weiter, wieder durch den Seezeichen sehr schön gezeigt, gäbe es natürlich die Einfahrt eines großen Flusses. Ich rate Ihnen natürlich auf keinen Fall dazu, diese Einfahrt zu wählen. Es ist immer dasselbe. Sie kommen hier schlicht und einfach nicht rein. Die direkte Einfahrt versandet, hat vielleicht im günstigsten Fall knapp über einen Meter Wassertiefe. Tun Sie es nicht, probieren Sie es erst gar nicht. Wenn Sie unbedingt hier reinfahren wollen und ein Stückchen den Fluss aufwärts fahren wollen, den Isonzo, um den es sich hier handelt, dann fahren Sie in den Golf von Pazzano, hier vor Monfalcone, durch diesen Stichkanal hier rein. In dem Bereich werden Sie viele Segler finden, die hier ankern. Durch diesen Stichkanal kommen Sie in den Isonzo, ist ausreichend tief und können hier bis zu diesem kleinen Fischerort Punta Stoppa fahren. Lohnt es sich tatsächlich, das mal gesehen zu haben? Ich glaube, man kann sich's auch schenken. Für die Motorbootfahrer gibt es hier natürlich wieder diesen Litoranea Veneta, der hier durchführt, hier eine Servicestation vorfindet, die Marina ähnlich ausgebaut ist, hier eine Marina am Kanalufer findet, von diesem Kanal, 2 Hubbrücken, die überwunden werden müssen und wo man sich 24 Stunden vorher anmelden muss, wenn man sie denn passieren will. Wie sieht das aus? Der Weg auf dem Kanal, das sind die Brücken, man muss sie tatsächlich auch für kleine Motorboote öffnen. Da steht es, man muss sich vorher anmelden und es wird nur von 12 bis 13 Uhr geöffnet. Ach übrigens, man muss sich 48 Stunden vorher anmelden. Das schränkt dann doch die Benutzung sehr ein. Eine spontane Fahrt ist hier nicht möglich, obwohl sie natürlich tief durch die Lagune führt und einem nochmal einen Eindruck verschafft. Und an dieser Klosterinsel Barbana vorbeiführt, wo man noch einen schönen Anleger hätte. Man kann es auch außenrum machen. So wichtig ist es nicht mehr. Das hier ist die Marina Primero, von der ich vorher gesprochen habe, mit der Einfahrt, die es hier gibt. Also hier der moderne Marina-Teil. Hier der Teil, der üblicherweise von den Campern benutzt wurde mit den kleineren Booten. Sie sehen das hier. Hier die 4 Meter hohe Brücke. Hier hinten ein Designer-Hotel, wo man anlegen kann und essen kann.
das einen ganz tollen Eindruck macht vom Wasser her, ein dunkler Bau, also schon vom Gebäude her was Besonderes darstellt. Und dieser Straßenweg hier, der führt weiter nach Monfalcone. Der Weg weiter jetzt nach Monfalcone, auf der Seekarte sehr gut gezeigt, zeigt ein Seetrennungsgebiet, das fast bis nach Monfalcone führt, zeigt auch Möglichkeiten, Landeplätze für Wasserflugzeuge. Das ist wichtig dort. Wir kommen dem Karst hier näher. Hier gibt es Waldbrände und es gibt diese Wasserflugzeuge, die dort das Löschwasser aufnehmen und landen. Achten Sie auf diese Gebiete, die in der Seekarte eingezeichnet sind. Bei Waldbränden kommen die Maschinen runter, überfliegen den Teil, warnen sie und setzen dann auf. Das ist schon ein dramatisches Erlebnis. Man muss wissen, um was es sich hier handelt und sich einfach fernhalten. So, Monfalcone. Das erste ist, wenn man noch vor der großen Werft Fincantieri, meistens durch einen großen Schiffsbau angezeigt, der auf der Hallig liegt, noch auf dem Trockenen draußen. Hier kann man die Einfahrt schon von Weitem erkennen. Also Fincantieri ist meistens gut zu sehen. Hier, die Werft. Man fährt hier rein, man läuft hier durch den Kanal rein und findet hier eine der ältesten Marinas, die es hier oben gibt, die berühmte Marina Hannibal. Eine Besonderheit, in der Marina Hannibal gibt es ein Lokal, wo man in Selbstbedienung durch die Küche geht. Dort werden alle Deckel gelüftet und einem wird angepriesen, was der Topf enthält. Man kommt also nicht durch, ohne sein Tablett richtig schön vollgeladen zu haben. Die Getränke werden dann am Tisch serviert. Aber das, was man bekommt, ist wirklich ganz ausgezeichnete italienische Küche. Auch wenn man es in Selbstbedienung macht, es ist ein Erlebnis. Wenn Sie nicht in der Marina sind, mit dem Auto dort in der Nähe sind, fahren Sie in die Marina. Hannibal, solo per manciare, das Zauberwort wieder, die Schranke geht auf, Sie können reinfahren, gehen Sie zum Lokal, schauen Sie sich das mal an. Oskar Konsulich ist ein alter Segelverein. Der Oskar Konsulich, den gab es tatsächlich, der hat sich verdient gemacht um den Ort, um die ganze Gegend. Und nach dem benannt ist dieser Yachthafen im hinteren Teil. Hier vorne liegt die Lega Navale. Hier früher nahm Oskar Konsulich keine Transitgäste auf. Heute sieht das anders aus, auch die Lega Navale ungern. Natürlich Mitglieder der Lega Navale schon. Muss wissen, die Lega Navale betreibt besonders im Süden Italiens sehr, sehr viele Hafenanlagen und wurde natürlich früher gerne als Anlaufstation genutzt. Und die fanden es auch ganz toll, dass da so viele Ausländer kamen, die da kostenlos, weil Mitglieder der Lega Navale, den Hafen nutzen wollten. Der Sinn der Lega Navale ist natürlich ein ganz anderer. Man will das Engagement der Menschen dort für alles, was mit Wasser zu tun hat. Und dieses Engagement findet man natürlich nicht mit jemandem, der jetzt unterwegs ist und nur für den Transit eine günstige Möglichkeit sucht. Darum ist die Freundlichkeit, die es früher mal gab, in dem einen oder anderen Hafen der Lega Navale heute gewichen. Nach wie vor sehr freundlich ist man in Grado. Also dort funktioniert es ganz hervorragend. Kann ich sehr empfehlen. So ein Stück weiter gibt es noch eine weitere Einfahrt. Dort allerdings sind dann schon, führt dieses Seetrennungsgebiet weit ran. Es gibt große Muschelzuchtanlagen. Man muss die Einfahrt wirklich suchen, um die herumfahren und kommt dann in das Villaggio del Pescatore, in das Fischerdorf. Eine große Anlage hier für einheimische Boote, die Sie hier sehen. Einen Kanal, der hier reinführt und hier weiter hinten wieder in einem ehemaligen Becken für Wasserflugzeuge viele, viele Marinas hat. Darsena Nautec, Marina Lepanto, Ocean Marine oder Cantiere Cadei als Werft, wo Sie auch ein Boot liegen lassen können. Ja, also hinten ein großer Teil, der heute für Marinas genutzt wird. Der Teil liegt in einem Gebiet, wo ein Fluss wieder an die Oberfläche kommt und Süßwasser liefert. Sie sehen auch das Süßwasser im Hafenbecken sprudeln. Sieht toll aus, beeindruckend mit dem Ganzen, hat aber einen Nebeneffekt, der nicht sehr schön ist. Überall dort, wo der Anteil von Süßwasser in den Hafenbecken sehr hoch ist, haben Sie es natürlich mit den Sansari zu tun. Mit der leider an der norditalienischen Küste gegebenen Plage dieser Stechmücken. Weniger weiter im Süden, weniger in den Städten, wie beispielsweise in Venedig, in Chioggia oder auch im Innern hier in Grado. Mehr in den Lagunengegenden natürlich, Porto Baselege, unser Heimathafen,
Dort wurde dann viel getan, früher viel gesprüht mit DDT, was natürlich dann verboten wurde. Aber alle offenen Wasserbehältnisse mussten abgedeckt sein. Es gibt eine Gesetzgebung, die dafür sorgt, dass die Mücken sich nicht mehr so verbreiten können. Und man konnte es eigentlich aushalten. Was ich aber vor 2 Jahren hier erlebt habe, in Monfalcone, hinten in diesem Hafenbecken, das war wirklich das Rennen vom Lokal zurück zum Schiff. In einer Wolke von Sansari. Also das hat mich sehr stark an frühere Zeiten erinnert. Und das ist halt leider so. Übrigens, es gibt diese Stechmücken auch auf der kroatischen Seite durchaus. Überall dort, wo Süßwasser das Meer erreicht, ist das auch nicht auszuschließen. Nicht in der Häufung natürlich, nicht als Geisel, wie man es hier erkennen kann. Also hier oben beispielsweise. Wer dort im Hafen liegt, der kann das Lied wahrscheinlich singen und meine Angabe bestätigen. Ich möchte nicht schlecht über die Marinas reden, die es dort gibt. Die bieten einen ordentlichen Service, ganz toll, was wir dort erlebt haben. Unser Schiff kam genau zur richtigen Stunde ins Wasser, wie bestellt. Und eine kleine Reparatur wurde vorher durchgeführt. War also wirklich schön gemacht und ich muss die Menschen sehr loben. So sieht es dann auf der Seekarte aus. Sie sehen das Seetrennungsgebiet. Sie sehen die Markierungen der Einfahrt von Monfalcone hier oben. Sie sehen dann hier Duino bereits. Gleich werde ich was zu Duino sagen. Sie sehen davor einen breiten Bereich, der hier markiert ist. Hier gibt es eine Muschelzuchtanlage an der anderen. Miesmuscheln überwiegend, die an Seilen hier mit ihren Sporen da gesetzt werden, nach einiger Zeit dann wieder geerntet werden, rausgezogen werden. Also hier gibt es Durchfahrt, man muss allerdings schon sehr darauf achten, dass man sie auch erreicht und dass man sie dann auch durchfährt. Hier erreichen wir den Karst mit Duino. Also wenn Sie Monfalcone verlassen, dann stoßen Sie jetzt auf eine Steilküste, auf eine besonders schöne Steilküste. Sieht malerisch aus. Mit einer der malerischsten und schönsten Häfen ist der Hafen von Duino. Können Sie dort anlaufen und anlegen? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Es gibt ein Lokal dort, das Cavalluccio, das Seepferdchen. Cavalluccio. Rufen Sie es an, vereinbaren Sie mit dem Wirt, ob Sie einlaufen können, sagen Sie, was für ein Boot haben und ob Sie einlaufen dürfen, ob er einen Liegeplatz für Sie zusichert. Sonst gibt es dort eine rigorose Polizeistation, die behauptet, der Hafen wäre ein Privathafen, was nicht stimmt. Es ist ein ganz normaler öffentlicher Gemeindehafen. Und wenn es Platz gibt, dann muss man ihnen auch diesen Platz geben, normalerweise. Aber es ist halt eng dort. Mit dazu kommt, dass Duino der Sitz einer internationalen Schule ist, also sehr viele junge Leute sich dort aufhalten. Und weil er so malerisch liegt und so schön ist, ein Fotomotiv für Hochzeitspaare darstellt. Also Freitag, Samstag ist dort natürlich eine Hochzeitsprozession nach der anderen zu fotografieren, dort unten zu beobachten. Im Cavalluccio können Sie das sehr herrlich sehen. Was es natürlich noch gibt, das ist das Schloss von Thun und Taxis hier oben, hoch über Duino. Das Schloss von Thun und Taxis. Die Elegien, vielleicht sagt dem einen oder anderen das etwas. Im Zweiten Weltkrieg übrigens hier oben verbunkert eine Geschützstellung. Es gibt den Yachthafen von Siciliana an der Steilküste, ein Stück weiter. Wir bewegen uns jetzt Richtung Triest zu, haben also den Bogen oben erreicht und fahren an der Steilküste entlang. In Siciliana einen Liegeplatz zu bekommen, ist schwierig, aber nicht unmöglich. Ein Stück davor noch, also ein Stück dann um die Ecke, um Siciliana rum, um die Ecke, gab es früher einen Steinbruch. Vor 6 Jahren war aus dem Steinbruch eine Marina entstanden. Nagelneu, sehr schön angelegt. Der Steinbruch schon terrassenförmig gemacht, damit man überall die Villen darauf aufbauen konnte. In den Fels hineingetrieben, eine Tiefgarage mit gigantischem Ausmaß. Eine Marina, die im Trocknen gebaut wurde. Und dann wurde die Einfahrt gesprengt und die Marina geflutet. Sie ist nicht preiswert. Aber sie ist eine sehenswerte Destination, hat ein First-Class-Hotel und Restaurant natürlich und ist eher für den größeren und spendableren Geldbeutel gedacht. Fahren Sie weiter an dieser Küste, dann gibt es kleinere Hafenanlagen von Vereinen, von lokalen Betreibern. Es gibt Cricignano als größere Anlage.
Und hier in Gricignano gibt es was Besonderes, denn um die Ecke sehen Sie schon und rechts am Bild noch viel schöner. Das Schloss Miramare. Kaiser Maximilian von Mexiko, unrühmliches Ende, in der Revolution erschossen. Das Schloss hat ihm nicht viel Freude gemacht oder nicht lange Zeit Freude gemacht. Übrigens, als es erbaut wurde und der Park angelegt wurde, war dieser Prunk in dieser ärmlichen Gegend, die es dortmals war, nicht gern gesehen. Die Menschen redeten nicht gut darüber. Gern war diese hochherrschaftliche Ansiedlung hier nicht geduldet. Jedenfalls gibt es eines, es gibt also hier in diesem Hafen von Gricignano nicht nur gute Lokale, die sich lohnen, sie aufzusuchen, sondern auch einen Fußweg durch den Schlosspark durch zum Schloss von Miramare. Denn obwohl das Schloss von Miramare natürlich über ein kleines Hafenbecken verfügt, ist es heute gesperrt. Gelbe Baken zeigen Ihnen das entsprechende Seezeichen der Sperre, zeigen Ihnen das an. Es ist ein Naturschutzgebiet zum Tauchen. Wahnsinnig interessant. Es gibt begeisterte Berichte und tolle Bilder von dem, was man dort unter Wasser sieht, aber eben mit der Yacht nicht zu befahren und nur im deutlichen Abstand zu umgehen. Also viel näher, als wir hier stehen für diese Aufnahme unten rechts, kommt man diesem schönen Schloss nicht, das man besichtigen kann. Der Schlosspark ist sehenswert. Fahren Sie hin, schauen Sie es an. Wenn Sie noch nicht dort waren, ein Muss unbedingt. Genauso ein Muss wie natürlich das weiter später kommende Triest. Wir fahren ein Stück weiter an der Steilküste, sehen noch ein paar kleine Anlagen. Hier der Club, die Amici del Cedas oder unten Barcola. Barcola, das sagt doch Seglern irgendwas, nicht? Die Barcolana, diese Riesenregatta, die im Golf von Triesta stattfindet, wo der ganze Golf weiß von Segeln ist. Okay, schon was davon gehört. Der Golf von Triest übrigens. Der Golf von Triest war der erste Platz auf der Welt, wo die Schiffsschraube ausprobiert wurde. Zwar ging dieser Versuch gleich am Anfang schief. Ein Herr Ressel, ein im Dienste der österreichischen Marine stehender Förster, hat die Schiffsschraube erfunden und hat sie dort ausprobiert. Die Erfindung wurde ausprobiert, natürlich weit draußen im Golf. Man hatte Angst davor, was da passieren könnte. Tatsächlich explodierte der Kessel, kamen also nicht weit. Die Engländer haben diese Idee sofort aufgegriffen und ohne jemals einen Cent Lizenz bezahlt zu haben, hat sich die Schiffsschraube auf der ganzen Welt verbreitet. Die Erfindung hat dem Herrn Ressel also nicht viel Geld gebracht. Was man hier unten noch sieht auf der rechten Seite, ist rechts unten der Faro della Vittoria mit 68,85 Meter, der höchste in Italien. Einen weiteren sehr hohen sieht man dann ganz im Süden, am Ende der nautischen Adria in Santa Maria di Leuca. So, jetzt sind wir aber bei Triest. Die Seekarte, die ich hier verwende, Open Sea Map, zeigt also unglaublich viele Einrichtungen. Ja, die gibt es tatsächlich. Es gibt viele Vereine, die irgendeinen Anleger und dort betreiben. Es gibt viele Hafenbecken, die natürlich der kommerziellen Schifffahrt dienen. Aber es gibt auch eine einzige große Bucht, die voller Marinas ist. Und dorthin sollte man gehen, denn von dort aus sind es dann auch nur wenige Meter zu Fuß in das Zentrum von Triest. Und da Triest einmal eine bedeutende österreichische Stadt war, sieht man es ja heute noch gut an. Die prachtvollen großen Verwaltungsgebäude, die es dort gibt, ein Kanal führt dort noch hinein, der mit kleinen Booten besetzt ist und auch ein paar gute Lokale und besondere Gerichte. Man muss sich schon ein bisschen mit Triest beschäftigen, um die ersten Kaffeehäuser, die hier entstanden, noch genießen zu können und natürlich auch die Stadt selbst. Das hier ist das Becken von Sacchetta. In diesem Becken gibt es also Platz für mehr als 1100 Yachten. Das ist knallevoll und es gibt mehrere Marinas. Die bekannteste ist die Marina San Giusto, die natürlich auch hier als Porto Turistico Transitgäste aufnimmt.
Viele Vereine haben hier ihre Anlage, ob es Fischer sind oder Segler sind oder Ruderer sind oder die Lega Navale hier was betreibt hier. Das ganze Becken ist dicht voll zu mit Stegen. Was gibt es nicht? Im ganzen Bogen, den ich Ihnen gezeigt habe, nach Grado, ab Monfalcone, gibt es keine Bootstankstelle mehr. Der ganze Bogen, in allen Marinas, es gibt keine Bootstankstelle mehr. Keine Bootstankstelle. In der Marina, dort in Monfalcone, dort angesprochen, brauchen auch hier keine Bootstankstelle, die fahren alle rüber nach Slowenien, wenn sie tanken wollen, ist alles viel günstiger. Okay, jedenfalls, es gab früher Bootstankstellen, heute nicht mehr. Da gab es also eine gesetzliche Bestimmung, die das verhinderte, dass die Bootstankstellen weiter betrieben wurden. So, Barcola, hier nochmal ein Bild oben links. Das Becken, das Hafenbecken hier, das sogenannte Bacino Numero Uno, das ab und zu für Segeljachten verwendet wird, nicht immer. Dann das Bacino della Sacchetta, voller Steganlagen, man sieht es hier, da wimmelt es. Weiter südlich davon, dann das riesige Ölterminal. Von Triest aus geht ja die Pipeline bis nach Ingolstadt, wo vor nicht langer Zeit da ein Unfall die Raffinerie lahmgelegt hat. Also von Triest aus bis Ingolstadt führt eine Pipeline. Sie wird hier in Triest mit Öl gespeist. Und deswegen gibt es hier auch Seetrennungsgebiete. Man muss sehr darauf achten, dass man hier keiner Großschifffahrt in die Quere gerät, wenn man sich hier unmittelbar vor Triest bewegt. Nach Triest wird es nochmal interessant. Nicht der Teil, der beim Ölterminal drin liegt und die tiefe Bucht, die dann noch erfolgt ist und zum größten Teil hier mit Industrieanlagen vollgepflastert ist. Nein, die Stadt Muccia sollte man sich anschauen. Schöne Marina dort. Ein Stück weiter dann nochmal die neue Marina Porto San Rocco. Dort gibt es eine Bootstankstelle. Die letzte oben direkt im Golf von Triest. Nach Porto San Rocco kommt dann ein großer Teil wieder Muschelzuchtanlagen um das Kap rum, das Sie hier oben sehen bei Porto San Rocco. Hier geht es rum. Und was ist nach dem Kap? Nach dem Kap ist dann ein Ort, der nennt sich Lazaretto. Und der liegt unmittelbar an der Grenze zu Slowenien. Der letzte kleine Hafen dort, der dicht gedrängt ist von einheimischen Booten und von einem Verein dort betrieben wird. Und hier an dieser Stelle, an der Grenze zu Slowenien, endet jetzt mein Vortrag. Wir haben jetzt 20.42 Uhr. Sie waren bis jetzt, so Sie noch da sind, ein sehr geduldiges Publikum. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Legnick. Das war also wirklich ein Marathon. Das ist ja für mich natürlich auch als jemand, der hier viel sich aufhält, ist es natürlich was Besonderes. Teilweise kannte ich natürlich die und wusste, okay, da habe ich auch schon mal den Anker geworfen. Aber ich habe natürlich jetzt viele neue Sachen kennengelernt, bei dem ich, ja, wo ich das nächste Mal, wenn ich die Gelegenheit habe, dass ich dann da einfach reinfahre, etwa da in die Marina oder auch ankere. Also es kam vorher noch eine ganz andere Frage noch, ganz am Anfang, und zwar nochmal zu den Gezeiten, wo sich denn diese Gezeiten unterscheiden zwischen den Gezeiten, die wir jetzt in der Nordadria haben oder beispielsweise, wenn jetzt an der Nordsee beispielsweise, war jetzt eine Frage, die als jemand kam, der jetzt nicht so die, kein Segler und... die Gezeiten. Also der Anlass ist der gleiche, nicht? Wir haben einen Begleiter im Weltall, der ja, genau, um die Erde rumführt. Das ist der Mond, der eine gewisse Anziehungskraft ausübt und dafür sorgt, dass die Meere schwappen. So muss man sich das vorstellen. Ja. Nicht? Wie in einem Wasserbecken schwappt das Wasser. Die Gezeiten in der Adria enden ziemlich in Santa Maria di Leuca, dem nautischen Ende der Adria, also ganz unten am Absatz des Stiefels. Dort habe ich kaum mehr messbar 15 bis 20 Zentimeter, da spielt es überhaupt keine Rolle. Aber weiter oben am Ende der Adria, oben nach Monfalcone, da habe ich einen Meter. Ja, da wirkt sich also eine normale
ein normales Schwappen schon bis zu einem Meter aus. Und ein Meter macht natürlich dort, wo die Landschaft und das Gebiet sehr flach ist, sehr stark bemerkbar. Richtig, ja. Mhm. Ja? Und man muss schon darauf achten, sonst kriegt man, sonst wird man davon überrascht. Genau, und diese Gezeiten treten zweimal am Tag auf. Also zweimal gibt es Hochwasser und Niedrigwasser. Mhm. Ja, und die Differenzen, die werden angezeigt, eben in diesem Gezeitenkalender, den ich da gezeigt habe, im Tidenkalender, den man jeder Mariner bekommt, den sollte man sich besorgen. Oder Sie kriegen die Informationen heute natürlich über das Internet. Ja, ja. Über das Internet habe ich Sie heute erreichen können, über das Internet erreichen Sie auch heute die ganzen Informationen. Nur meine Bücher, nur indirekt. Genau. Ja, ja, also ich kann nur empfehlen, also ich habe ja doch einige Lagunenkarten, bestimmt noch nicht alle, da müssen wir uns dann unterhalten, was noch fehlt, und habe auch einige Bücher oder ganz viele von Ihnen, und muss echt sagen, das ist also mir hilft das sehr weiter, und ich freue mich natürlich jetzt, da das dann hoffentlich dann bald umsetzen zu können, wenn wir wieder dürfen. Und ich bin also ganz begeistert, bei mir hat sich da eine neue Welt aufgetan für die Lagune, auch wenn ich jetzt mit der Segeljacht natürlich nicht so tief rein kann. Aber das, was geht, also habe ich mir jetzt notiert, und in diesen verschiedenen Informationen, die es ja auch zur Verfügung stellen, die man auch bei Ihnen käuflich erwerben kann. Da steht es genau drin, wo quasi für einen Segler der Spaß endet, aber für einen Motorbootfahrer noch ordentlich weitergeht. Das steht sehr genau drin. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich und bedanke ich mich natürlich an das technische Team und bedanke mich auch für Ihr Zuschauen, Ihre Kommentare, und vielleicht sehen wir uns dann mal irgendwo in der Lagune oder vielleicht in einer Casone, das sind nämlich diese... Das sind die Häuschen, genau. Das sind die kleinen Häuschen da auf die diesen kleinen Inselchen, die Rätgedeckten. Und in manchen soll man angeblich auch essen können, oder gibt es das manchmal? Ja, so? Das gibt es. Es gibt es für Gruppen, für Gesellschaften wird das angeboten. Man muss sich vor Ort hier natürlich informieren, das wechselt, das sind keine so festen Einrichtungen. Mhm. Wir haben das ein paar Mal erlebt, das ist sehr nett. Es gibt da tollen Fisch gegrillt, es gibt den Wein, den üblichen Landwein. Und es gibt am Schluss hier, sehr gefährlich fürs Weiterfahren, dann immer noch einen Krappa. Seien Sie vorsichtig. Ich bedanke mich nochmal für den heutigen Abend. Vielen Dank, Herr Schiel. Und was ich Ihnen immer wünsche, besonders in dieser Lagunengegend, ist die berühmte Handbreit Wasser unterm Kiel. Genau. Vielen Dank und einen schönen Abend. Ja, schönen Abend. Wiederschauen.